Herzlichen Dank, Kameradinnen und Kameraden, für eure Einladung. Allerdings hätte ich gehofft, dass junge Kameraden wie ihr es 10 Jahre früher gemacht hättet. Denn wir sind am Aussterben begriffen. Ich bin mit einer der Jüngsten des Zweiten Weltkrieges, Jahrgang 26, und immerhin schon 79 Jahre alt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie alt die anderen Kameraden sind, die den Krieg von Anfang an mitgemacht haben. Und je weniger Zeitzeugen sind, umso größer werden die Lügen unserer heutiger Freunde. Ja? Denn man kann alle Lügen gar nicht mehr revidieren, so viele sind es in der Zwischenzeit. Und es werden immer mehr werden. Und was für mich zählt, ist die Erfahrungen, die meine Kameraden oder ich persönlich gemacht haben. Denn das bleibt. Und ich freue mich, dass ich heute hier so viele junge Kameraden sehe. Und ich habe das Gefühl, dass in Ostdeutschland, in dem früheren Ostdeutschland, die patriotische Haltung mehr erhalten geblieben ist, wie bei unseren sogenannten Wessis. Denn so viele junge Leute wie hier habe ich noch nie im Westen getroffen, die allein durch ihre Anwesenheit mir deutlich gemacht haben, dass sie noch deutsch denken könnten, deutsch fühlen und deutsch bleiben wollen. Jeder Mensch ist das Produkt seiner Umgebung, so auch meine Generation. Wir sind groß geworden mit der Hitlerjugend, in München groß geworden und hatte dankenswerte das Gefühl, in München bei der Hitlerjugend zu Hause zu sein. Meine Eltern waren in Südamerika, ich lebte bei Verwandten, aber in der Hitlerjugend habe ich meine erste Heimat gefunden. Nun gehörte ich einem Fähnlein an, das alle Paraden mitgemacht hat vor dem Krieg. Ob das jetzt beim Besuch von Mussolini, bei Balladier, bei Chamberlain, bei all diesen europäischen Größen war, wir standen immer Spalier oder wir machten eine Absperrung. Und das war immer hochinteressant, die Leute zu verfolgen. Und wenn ich mich heute noch daran erinnere, welche Volksmassen es waren, die Sieg Heil gerufen haben, und hinterher will es keiner gewesen sein, dann kann ich nur noch darüber lachen. Es war natürlich für einen ehemaligen HJ-Führer Pflicht und Schuldigkeit, dass er sich zur Waffen-SS meldet. Das habe ich auch getan. Der gute Sturmbahnführer von der Ergänzungsstelle hat mich wieder nach Hause geschickt und hat gesagt, Junge, komm mal wieder, wenn du 16 bist. Und das habe ich auch getan. Und dann wurde ich eines Tages eingezogen, nach Beendigung meiner Lehre, zum Nachrichtenausbildungs- und Ersatzbataillon nach Nürnberg. Dort wurden Funker und Fernsprecher ausgebildet. Man hat es mit mir versucht bei den Funkern, aber da war ich vermutlich zu fickrig. Beim Geben kam ich über 80 nie hinaus. Also hat ein Unterscharführer festgestellt, zum Funken ist er zu doof, schickt man zu den Fernsprechern. Und dann bin ich bei den Fernsprechern gelandet. Während der Ausbildungszeit eines Vormittags beim Unterricht tauchte ein hochdekorierter Obersturmführer auf und sagte, ich suche einen Nachrichtenzug, der sich geschlossen zu den zukünftigen SS-Fallschirmjägern meldet. Wir haben zum ersten Mal das Wort gehört, waren natürlich so toll begeistert. Wir wussten, was die Fallschirmjäger gemacht hatten, ja. Und SS-Fallschirmjäger, das war ja doppelt gemoppelt, da müssen wir hin. Wir sind dann aufgestanden, da gab es natürlich auch ein paar Zögerer, die kamen im Hintern nicht hoch. Die haben wir dann automatisch hochgezogen, sodass der ganze Nachrichtenzug stand. Und haben uns freiwillig gemeldet. Dann dauerte es so 14 Tage, 3 Wochen. Dann kamen wir nach Benischau bei Prag auf den Truppenübungsplatz zu dem
angehenden SS-Fallschirmjägerbataillon. Und wie wir da ankamen, stellten wir fest, da laufen ja komische Waffen-SS-Angehörige rum. Die haben keine Siegrunen hier, die haben keine Dienstgrade hier am Spiegel. Nur da schwarz und da schwarz, was sind das für Leute? Nö. Wir warteten, wir traten dann zum Appell an. Und der Kommandeur, der fragte uns alle, wer von euch ist vorbestraft? Ging keine Hand hoch. So, das gibt's doch nicht. Keiner ist vorbestraft. Und dann kamen wir dahinter, die Kameraden, die nur schwarze Spiegel hatten und sonst nichts. Das waren alles Vorbestrafte, aber Vorbestrafte, die ihre Strafen während der Dienstzeit begangen haben. Das heißt jetzt nicht ehrenrührig, also Diebstahl oder Vergewaltigung oder sowas, nein, sondern in der Hauptsache Disziplinarverfahren. Das heißt, 2 Tage über den Urlaubsschein erst zur Einheit zurück oder nachts ohne Genehmigung außerhalb der Kaserne übernachtet oder Alimente nicht bezahlt für ein uneheliches Kind. Solche Geschichten. Und da stellten wir fest, das sind Vorbestrafte, die nannte man Bewährungsschützen. Und dann teilte man uns mit, das aufzustellen, das ist falsch, der Jägerbataillon ist eine Bewährungseinheit. Auf der einen Seite gucken wir natürlich blöd als junge Leute, weil wir sagten, Bewährungseinheit, das riecht so nach Minenlatschen. Ja, so ein, oder Vorauskommando, 5 Mann Spätrupp, die nicht wiederkommen. Also wir waren nicht ganz so glücklich. Und im Laufe der Zeit stellte sich heraus, wir wurden nach Jugoslawien transportiert, nach Mataruška Banja, auf Deutsch Marienbad, in der Nähe, so 70 Kilometer südlich von Belgrad. Das ganze Dorf war evakuiert und das gehörte sozusagen dem Bataillon. Und dort wurde nochmal gesiebt, das heißt, wir kriegten sozusagen einen Justizinspektor, einen Hauptsturmführer, der nochmal die Akten durchsiebte und alle, die irgendwelche schwarze Punkte in den Akten hatten, die also nicht wehrwürdig waren, die wurden wieder zurückgeschickt und diejenigen, die nicht wollten, es wurde keiner verpflichtet zum Springen. Jeder musste unterschreiben, aber wenn er unterschrieben hatte, dann musste er auch springen. Und dann gab es auch die berühmte Springerzulage mit 60 D-Mark im Monat zusätzlich zum Wehrsold. Sodass ich so nach und nach während der Fallschirmjägerausbildung, die in Krajewo stattfand, das war die Fallschirmsprungschule 3, der Luftwaffe, die dort die Ausbildung übernommen hatte. Am Ende des 6. Sprunges, 6 Sprünge waren Pflicht, war die Ausbildung beendet. Und wir bekamen das Fallschirmschützenabzeichen der Luftwaffe verliehen. Und 4 Wochen später mussten wir es wieder abgeben, weil unser dicker Reichsmarschall Hermann Göring nicht anders zu tun hatte, als zu protestieren. Das gibt es doch nicht, dass Waffen-SS-Leute mit dem Fallschirmschützenabzeichen der Luftwaffe herumlaufen. Und was wir alle nicht wussten, es gab bereits ein Fallschirmschützenabzeichen des Heeres. Das wurde bereits 1939 verliehen, weil eine 90 Mann starke Springergruppe der SS-Verfügungstruppe am Bückeberg, also am 1. Mai absprang. Und dann bekamen wir, also wir mussten dann unsere Auszeichnungsurkunde zurückgeben, das
Fallschirmschützenabzeichen der Luftwaffe zurückgeben bekamen, das sogenannte Heeresspringerabzeichen. Und so entstand das Fallschirmschützenbataillon. Die Kameraden, die, das heißt die Kompanie 1 bis 4, die sogenannten Bewährungsschützen, waren alle älter wie wir. Wir waren also die jüngsten Fallschirmspringer im Bataillon. Und wir wurden dann verlegt nach Jugoslawien, nach Mataruška Banja bei Belgrad. Und dort hatten wir auch die ersten Toten durch Partisanen, durch einen Fehler. Da hatten sich Partisanen als Bauern getarnt sozusagen, ins Casino eingeschlichen und haben drei unserer Offiziere erschossen und waren wieder verschwunden. Dann dauerte es eine Zeit, bis unser erster, die Zeit wurde ausgefüllt durch Manöver und so weiter. Bis wir zum ersten Einsatz kamen. Und der Sprung, der hieß Sprung ins Wespennest. Der Name war Omen, das war tatsächlich ein Wespennest. Und zwar sprangen wir ins Hauptquartier von Tito. In Tvar, in zwei Gruppen. Ich war bei der ersten Gruppe, die um 7 Uhr morgens stand. Voraus Sturzkampfflugzeuge, die Lastenschlepper hinterherzogen, die Lastenschlepper auskoppelten und vorflogen und die Bomben warfen. Das heißt, während wir sprangen, fielen sogar noch einige Bomben. Hatte aber den großen Vorteil, dadurch konnten wir landen, ohne dass wir überhaupt einen Schuss abbekommen haben. Also alle Fallschirmjäger landeten unverwundet am Boden. Nur leider sind einige Lastensegler durch Totalschaden, also Absturz, umgekommen. Dieses Tvar wurde total eingenommen. Tito haben wir leider nicht erwischt. Der saß in seiner Höhle und ist durch einen zweiten Ausgang nach oben geflohen. Und bis an die Adriaküste und dann mit einem kleinen Boot zu der Insel Vlis, die von den Engländern besetzt war. Aber es wurde genügend Material erbeutet, auch eine Menge an Munition. Und Tito war über 3 Monate außerhalb Jugoslawien, also der Kopf war abgeschlagen. Aber es war ihm kein totaler Erfolg, weil wir ihn nie erwischt haben. Dann ging das Bataillon zurück. Und unsere Lust war im Verhältnis zum Einsatz gering. In Tvar selber hatten wir insgesamt, schätze ich, 69 Tote gehabt, während die Partisanen, die uns ständig angriffen, bis der Entsatz kam, zwischen 3.000 bis 4.000 Tote hatte. Wir hatten uns auf einen Hügel, auf dem Hügel oben war ein Friedhof, hatten wir uns eingenistet, sodass die Partisanen ständig bergauf angreifen mussten, angefeuert von ihren Frauen, von den Partisaninnen, die also, ich weiß nicht, ob jeder mal schon ein Flintenweib im Fernsehen erlebt hat, die furchtbar schreien können, da sind wir Männer nichts dagegen. Die wahnsinnig anfeuerten und die rannten wirklich in den Tod. Es war unappetitlich anzusehen, wie diese armen Kerle da den Berg raufrasten mit Hurra-Geschrei und so weiter. Und 3 Sekunden später waren sie tot.
Wir konnten uns mit Mühe und Not die ganze Nacht halten. Bei uns wurde die Munition knapp, sodass wir bei unseren Toten und bei den Verwundeten schon die restliche Munition aus den Taschen holten, um noch schießen zu können. Und auf einmal morgens um 2, kurz bevor es hell wurde, war es Totenstille. Da hatten die Partisanen gemerkt, dass sie von außen auch eingekesselt waren. Jetzt haben sie gedacht, bevor die uns schnappen, hauen wir ab. Und die sind verschwunden und auf einmal war kein Feind mehr da. Wir standen oben am Friedhof, gingen aus unseren Löchern raus und der Feind war weg. Und das erste Anzeichen waren Leuchtkugeln gegenüber von dem höheren Berg. Das war die erste kroatische Freiwilligendivision, ein Spähtrupp, der dort auftaucht und sich durch Leuchtkugeln bemerkbar machte. Und die erste Einheit, die uns effektiv rausholte, war ein Bataillon des Regiments Brandenburg der Wehrmacht. Weiß nicht, ob Sie über die Brandenburger informiert sind. Die Brandenburger war eine Spezialeinheit. Die hatten auch Fallschirmjäger in der Gruppe, die hatten auch Kampfschwimmer, die zu besonderen Spezialeinsätzen wurden die Brandenburger von der Wehrmacht immer rangeholt. Also Pfundskerle, kann ich sagen, die haben uns da rausgeholt. Dann ging es wieder zurück nach Mataruška Banja, sozusagen unserem Bataillon, und dann wurden wir verlegt nach Neustrelitz. Also Neustrelitz wurde dann sozusagen unsere neue Garnison. Und jetzt muss ich mal im Buch nachschauen, sonst komme ich ins Schwimmen. Das übrigens, das kann ich empfehlen, das ist ungefähr 4 Wochen alt. Das gibt es im Nation Europa Verlag. Weiß ich, wer den kennt? In Coburg. Und das ist das erste Buch über unser Bataillon, das sämtliche Einsätze minutiös berichtet. Und das ist ein junger Mann, der ist ca. 35 Jahre alt, der sehr gute Verbindungen zu allen Archiven der Bundeswehr und auch der Regierung hat und dadurch die Möglichkeit hat, alle Daten und Unterlagen zu bekommen. Und er hat jeden Einsatz minutiös geschildert, auch die dabei gewesenen Verbände, die es noch zusätzlich gab. Also so ein Buch, er hat übrigens auch über andere Divisionen schon berichtet. Das kann ich jedem jungen Menschen empfehlen. Das ist, auf gut Deutsch gesagt, würde man sagen, die statistische Wahrheit der Einzelnen. Er hat über die Division Frunzberg berichtet, dann über die Sturmbrigade Dirlewanger hat er ein Buch geschrieben und dann die Waffen-SS, Uniformen und Abzeichen und so weiter. Und er schreibt auch über all die Einsätze. Dann ging es von Jugoslawien nach Budapest. Und zwar bestand die Gefahr, dass die ungarische Regierung einen Separatfrieden mit der Sowjetunion macht. Und das sollte verhindert werden. Und aus diesem Grund sind wir nach Budapest geflogen. Wir standen schon in der Tür von der EU zum Absprung bereit, als von vorne von der Kanzel das Licht für den Absprung abgeschaltet wurde und ein Unteroffizier rauskam und sagte, bitte nicht springen, wir landen. Die Affäre ist politisch beigelegt. Also landeten wir in Budapest. Einige Übereilige hatten es dann natürlich nicht lassen können, haben einige ungarische Offiziere denen die Pistolen abgenommen, sodass eine Stunde später das Bataillon wieder antreten musste. Und es wurde gesagt, 10 Minuten wegtreten und die Pistolen liegen hier auf dem Tisch. Ich will gar nicht wissen, wer die geklaut hat, aber alle Pistolen sind da, sonst ist der Teufel los und ihr steht 48 Stunden ohne Schlaf. Tatsächlich wurden alle Pistolen
wieder abgegeben. Die hatten natürlich wunderschöne Pistolen mit Perlmutter und was weiß ich. Die Ungarn sind sehr stolz, ja, und die wollten halt ihre Pistolen wieder haben, hatten ja auch recht. Dann sind wir untergebracht worden in dem Manfred Weißwerken. Der hatte ein großes Arbeiterhotel. Das war ein sehr schönes Arbeiterhotel, muss ich sagen, in Budapest. Und hatten ungefähr 3 bis 4 Wochen wunderschöne Urlaubszeiten da in Budapest. Der Einsatz war abgeblasen, die ungarische Regierung hat sich bereit erklärt, keinen Separatfrieden zu schließen. Ja, die Angelegenheit war erledigt. Dann ging es zurück und wir machten als Armeereserve, kann man sagen, einen Partisaneneinsatz, der aber im Verhältnis sehr unblutig ablief. Wir hatten, glaube ich, insgesamt den 4 Wochen Einsatz vielleicht 3 Tote, ein sogar durch Unglücksfall. Weil sobald wir auftauchten, die Partisanen sich sofort zurückzogen und abhauten. Und an anderer Stelle es versuchten, wo sie glaubten, sie kommen eher durch. Das war also nicht das Gewünschte. Dann ging es nach dem sogenannten Tito-Einsatz zurück nach Deutschland und wurde unsere neue Garnisonstadt wurde in Pommern. Und da wurde nicht das ganze Bataillon, sondern nur 2 Kompanien wurden abgestellt in dem berühmten Ardennen-Einsatz. Wer vom Führerhauptamt diese spinnende Idee hatte, weiß ich heute auch nicht, das sagt auch das Buch nicht. Und zwar sollten im Truppenübungsplatz in der Oberpfalz sollten Waffen-SS-Angehörige und Wehrmachtsangehörige, die mit englischen Sprachkenntnissen, sollten als amerikanische Truppen ausgebildet werden. Man hat ihnen also Uniformen besorgt. Zum Teil hat man sie machen lassen, weil man nicht allen Gefangenen ihre Uniform wegnehmen konnte. Sie bekamen Beutewaffen, sie bekamen Beutefahrzeuge. Und dieser Angriff oder dieser Einsatz hieß Unternehmen Greif. Der ging vollkommen komplett in die Hosen. Denn die Amerikaner haben nach der ersten Verwirrung, die da stattgefunden hatte, ja, ganz klar, wenn da 4 Mann mit dem Schieber auftauchen, ja, in Army-Uniformen, das sind Deutsche, irgendwann merkt es der dümmste Amerikaner, ja. Also der Angriff kam in Stocken, allein hat es an Benzin gefehlt, zum Teil hat es sogar an Munition gefehlt. Und dieser Einsatz war auf gut Deutsch gesagt, ein Fiasko. Er hat mich viel gebracht. Die Landgewinnung durch die Angriffe war innerhalb von 3 Monaten durch die Amerikaner wieder zurückerobert. Das Bataillon, die Kompanie des SS-Fallschirmjägerbataillons, die dabei waren, die kamen dann zurück nach Neustrelitz. Interessant war, es durfte nicht jeder dabei sein, also ich habe mich da auch freiwillig gemeldet und das sagte mir der Kompaniechef: Haben Sie Verwandte in Amerika? Sag ich, ja, ich habe einen Onkel, der wohnt in Toledo. Und meine Mutter, die lebt in Kolumbien. Dann sagt er, da kommen Sie nicht mit. Alle, die Verwandte in Amerika haben, die dürfen den Einsatz nicht mitmachen. Weil man Angst hatte, dass die Familienangehörigen in Amerika erpresst werden. Ja, oder verantwortlich oder in Schutzhaft oder wie auch immer. Das nur zu diesem Einsatz. In der Zwischenzeit hatte sich natürlich die Lage
im Krieg verschlechtert und wir kamen im Januar 1944 in den Brückenkopf Schwedt an der Oder. Der Russe war noch nicht da. Der Vorteil war, wir konnten unsere Stellungen, unsere Vorwärtsstellungen, das heißt die vorgeschobenen Posten, konnten wir noch ausbauen, bis der Russe kam. Aber er hat nicht lange auf sich warten lassen. Dann war er da. Und ich kann mich entsinnen, dass wir allein in Schwedt an der Oder in Grabow war es, vor Königsberg in der Neumark. Von Königsberg in der Neumark, das hatten wir besetzt, mussten wir uns zurückziehen nach Grabow. In Grabow allein haben wir in einer Nacht 31 T-34 abgeschossen. Dadurch kann man sehen, dass was der Russe für ein Interesse hatte, diesen letzten Brückenkopf ostwärts der Oder oder vorletzten Brückenkopf ostwärts der Oder zu erobern. Das hat immerhin bis zum 1. März gedauert, bis es den Russen gelungen ist, zurückzuziehen. Das heißt, er hat den Brückenkopf nicht erobert, aber man hat eingesehen, der ist nicht mehr zu halten. Wir mussten eines Nachts, wir haben also sämtliche Häuser da von Grabow wurden noch mit Minen verlegt und mit Sprengstoff. Das heißt, wir haben Klaviere wurden mit Sprengkapseln versehen. Wenn einer von den lieben Russen Klavier spielen wollte, dann flog das ganze Klavier mit in die Luft. Und wir hatten also sehr einfallsreiche Pioniere, die an den alten T-34, die abgeschossen waren, wurden auch die Deckel, wo irgendwas zu bewegen war, mit Sprengstoff versehen. So wenn die da neugierig reinguckten, dann flog der Panzer nochmals in die Luft. Also der Pionierzugführer, der Pioniere wurde hinterher als am Blenden gelobt, weil unser Kommandeur sagte, die Russen waren allein beschäftigt, 4 Wochen lang alle Sprengstoffzellen zu suchen, bevor sie an Weitermarschieren dachten. Und wir zogen uns dann elegant aus dem Brückenkopf zurück. Ich weiß noch, ich habe mir einen Kinderwagen organisiert, habe meine Telefonkabeln da reingeschmissen und bin mit dem Kinderwagen über die Brücke gefahren. Also der Einsatz war zu Ende und dann ging es nach Fürstenberg in den letzten Brückenkopf, ostwärts der Oder. Und da muss ich sagen, den habe ich auf gut Deutsch gesagt, Gott sei Dank, nicht mehr erlebt, denn ich weiß es von einem Kameraden, der mir seinen Bericht zu meinem 70. Geburtstag geschickt hat, worüber ich mich sehr gefreut habe, der den erlebt hat. Das war der letzte, der ostwärts der Oder seinen Soldatenfuß noch stehen hatte und der mit 2 Mann als letzter aus diesem Brückenkopf rauskam. Das muss also grausam gewesen sein, wie da die Russen angegriffen waren. Und ich war in der Zwischenzeit abkommandiert, weil ein Fernschreiben, bevor die in diesen Brückenkopf reingegangen sind, meldete 30 Fallschirmjäger mit Sprungerfahrung und Frontsprungeinsatz bitte in Berlin melden. Und da hat mein ehemaliger Zugwachtmeister mich mitgemeldet. Und so war ich auf dem Weg nach Berlin, während die anderen armen Teufel in den zweiten Brückenkopf rein mussten. In Berlin angekommen, machten wir einen 6 Wochen Spezialkurs bei den berühmten Otto Squarzini. Der, naja, für mich ist eine zweifelhafte Figur, aber er war ja damals wegen der Mussolini-Befreiung ja berühmt. Der hatte Hände wie ein Bohrdeckel, wenn der dir auf die Schulter haute, dann ging es die 10 cm tief runter. Aber er war eiskalt.
Den guten Otto Squarzini machten Menschenverluste nichts aus. Er wollte sein Ziel verfolgen und da war ihm jedes Mittel recht. Also ich habe ihn dann nicht näher kennengelernt, da wurden ausgebildet. Und da machten wir einen Sabotagekurs und Straßenbahnfahren lernten wir leider so einen blödsinnigen Mist. Ein Hochfrequenzingenieur, ein Holländer, der hat uns in Sabotage unterrichtet, da mit Säuren, Königswasser, Scheidewasser, habe ich alles wieder vergessen. Lauter so ein unnützes Zeug haben wir da gelernt, was wir nie anwenden konnten. Oder wie man mit einer Spritze an der Straßenbahn an einer gewissen Stelle reinspritzt, dann geht die Straßenbahn nicht mehr. Lauter so ein Zeug. Naja, und dann haben wir also den Kursus beendet gehabt. Später haben wir erfahren, wir waren vorgesehen, auf Eisenhower sein Hauptquartier abzuspringen. Mensch, bin ich froh, dass das nicht mehr geklappt hat. Sonst wäre ich heute nicht hier. 60 Mann, muss man sich mal vorstellen, 30 Mann in Ami-Uniform und 30 Mann in Zivil sollten in Frankreich abspringen, um den Eisenhower zu killen. Was hätte denn das gebracht? Die scheiß Amis hätten anderen ernannt, dann wäre der Krieg weitergegangen. Ja? Also manchmal habe ich auch unsere Führung nicht bestanden, was das für Arschlöcher waren. Haben die sich eingebildet, wenn sie einen Mann abschießen, dass es dadurch besser wird? Wir wären hops gegangen. Denn nach dem Krieg, die Amerikaner wussten das. Die haben ja schon auf uns gewartet. Ja? Und wir sollten noch eine Ausbildung machen mit dem angeblichen Dreiecksfallschirm, den wir gar nicht kannten, sollten von 6000 Meter Höhe im freien Fall runterfallen auf 150 Meter und dann erst den Fallschirm lösen und die Flugzeuge fliegen weiter. Warum 6000 Meter? Damit die Amerikaner glauben, das wäre ein Bomberpulk. Ja, und sonst und keiner, der Fallschirmjäger absetzt. Also das ging in die Hosen. Und bei Montgomery sollte von der Luftwaffe ein Zug Fallschirmjäger abspringen. Der hieß Fallschirmsturm zu Kirk. Der kam aber vermutlich auch nicht mehr zum Einsatz, weil es einfach eine verrückte Idee war. Beziehungsweise wie wir da waren, waren die Fallschirme nicht da. Die Springeruhren von der Schweiz, die waren da, die haben sie uns ausgehändigt. Aber die Fallschirme waren nicht da. Ja, konnte man nichts machen. Und wir sind dann ins Tote Gebirge zurück und dann ging es Richtung Salzburg. Wir kamen kurz vor Dresden an, nach dem fürchterlichen Bombenangriff auf Dresden, konnten natürlich nicht weiterfahren. Und das war für uns Schwerstarbeit. Haben Sie schon mal Lastwagen und Schwimmwagen auf freier Eisenbahnstrecke mit Manneskraft von den Schienen runtergeholt? Ich glaube, da würden Sie heute noch schwitzen. Das war also eine Sauarbeit, trotz Balken und Bohlen und bis wir die ganzen Fahrzeuge da unten hatten. Also dann ging es Richtung Mottmarsch weiter durch die Tschechei. Fast an jedem Dorf hielt uns irgendein Major oder Hauptmann an, der sagte, wir machen die Straßensperre nicht auf, sie sind vereinnahmt, sie verteidigen hier die Stadt oder dieses Dorf. Und unserem Zugführer blieb nichts anderes übrig im Rang eines Obersturmführers, das heißt eines Oberleutnants, der sagte, die Männer absitzen, MP in Anschlag und sagte dann, Herr Major, Sie haben eine Chance. Entweder werden sie von den Amerikanern erschossen, wir erschießen sie jetzt. Sie geben uns den Weg frei. Und der sagte dann, ich beuge mich der Gewalt und gab den Weg frei. So haben wir uns durch die Tschechei durchgemogelt, Richtung Salzburg. Aber alles war zu spät. Wie wir in Salzburg ankamen, stand der Amerikaner 70 Kilometer vor Salzburg. Dann hat unser Zugführer gesagt, was machen wir jetzt? Ganz einfach, jetzt holen wir erstmal Verpflegung. Wir sind in das Heeresverpflegungslager und dieser Major, oder ich, damals, das waren ja Wehrmachtsangestellte, keine Soldaten in dem Sinne, die hatten andere Auszeichnungen, andere Dienstgrade, ja, ich kann mich da auch nicht aussehen, kann auf alle Fälle der Chef von diesem Verpflegungslager sagte,
Durch das Radio kam durch, die Amerikaner haben uns gemeldet, wir müssen die Lagerbestände laut Buchbestand abgeben. Das heißt, so wie die Bestände im Buch stehen, so müssen sie übergeben werden, sonst werden wir erschossen. Daraufhin sagt der Obersturmführer Schürmann, unser Zugführer, mein Herr, jetzt haben Sie die Wahl, entweder wir schießen Sie gleich oder Sie lassen sich von den Amis erschießen. Der auch wieder, ich beuge mich der Gewalt, hat den Weg freigegeben. Und wir haben uns also, ich möchte sagen, für mindestens 2 Jahre Verpflegung geholt. Unter anderem, wo wir bass erstaunt waren, damals war ich noch Raucher, haben wir eine Zigarette entdeckt, die kannten wir gar nicht. Die hieß Luftflotte. Die war anscheinend für die Jäger oder für die Luftwaffe bestimmt. Ganz elegant, in der weißen Schachtel, oben schön groß Luftflotte drauf. Orient Tabak, wunderbarer Tabak. Ich habe mir gleich 200 Stück unter den Nagel gerissen von den Zigaretten. Und dann ging es los. Noch dazu muss ich erwähnen, das haben wir auch noch nie erlebt, die Konserven, die wir da auch organisierten, da waren welche, die hatten so einen Ring und da zog man dran, auf einmal rauschte das. Da war innen ein Satz, der wärmte die Dose auf, dann war die also richtig warm, also wie warmes Essen. Also solche Sachen waren im Heeresdepot, nur die Truppe hat sie nie gesehen. Weiß der Teufel, wo die herkam. Wir sind dann weitergezogen Richtung Todesgebirge und haben uns oben auf der Alm, haben uns da niedergelassen. Dann hat einer von unseren Kameraden, ein Österreicher, der war Pionier, der hat dann schön die Eisenbahnbrücke so gesprengt, dass die Eisenbahnbrücke über die Straße fiel, waren beide, Straße und Eisenbahn, blockiert. Ja, und dann saßen wir da oben und die Amis waren rangerückt nach Mitterndorf, das war unten das Dorf im Tal. Und wir haben durch die Zivilbevölkerung mitbekommen, da oben sitzen noch böse SSler. Ja. Und da kam die Tochter eines Bauern, dem die Almhütte gehörte, die kam zu uns rauf und sagte, ja, also uns passiert nichts. Die Amerikaner wollen, dass wir dann unsere Waffen abgeben. Offiziere dürfen die Pistole behalten und die Mannschaften dürfen die Seitengewehre behalten und wir werden eingesetzt, um General Betten zu bewachen oder Ehrengarde. Also ich habe der Scheiße nie getraut. Ich habe mir gedacht, die bescheißen uns doch da ab 100, kommen raus. Und ich hatte noch einen Kameraden mit der Waffengeburt aus Italiener, der ist Toni Tonelli. Aber so gewieft war er auch wie ein Italiener. Und er sagte, du traust da, ich trau nicht, sagt er, ich auch nichts. Sagt er, was machen wir, sag ich, abhauen. Wir hatten vorher bei einem SD-Lager übernachtet und da waren ein. Wie sah ein Lager mit Zivilanzügen und Zivilmäntel. Und nachts habe ich da rumgestobert und habe mir einen Zivilanzug, einen braunen Zivilanzug und einen Gabardinmantel geklaut. Und ich hatte ja ein Dreirad zur Verfügung, das habe ich da verstaut. Und da sagt er, du gehst da mit zu den Amis, sag ich, geh nicht mit, sag ich, hau ab. Sagt er, nimmst du mich mit, sag ich, nimm dich mit. Da sind wir über den Hang nachts abgehauen. Und Richtung durch Mitterndorf durch, ich in Zivil immer voraus, er hatte ja noch Uniform, er musste warten, bis die Luft rein war, dann habe ich ihn gewunken, dann kam er nach. Und dann kam er nach Bad Aussee und da sind wir ins Lazarett und da war ein Oberarzt, der sagte, wo wollt ihr hin? Also ich persönlich sage, ich will nach Hamburg zu meiner Tante. Mensch, Junge, sagt er, meine Frau lebt in Hannover, kannst du einen Brief mit ihm sein? Mach ich. Aber dafür stellen Sie uns ein anständiges Zeugnis aus. Da steht, die Artistengruppe Toni Tonelli Franelli. Franelli war ich. Hat hier im Lazarett
Herdersbetreuung betrieben, die ist jetzt beendet und wird versetzt nach Hamburg. Mit schön Feldbusnummer 15814A, wumms dich, ja? Sag ich, prima, sag ich, sind wir gerettet. Also marschierten wir los. Jetzt kamen uns auf einmal österreichische Freiheitskämpfer, die waren auf einmal, waren die alles wieder Österreicher, vorher waren es Ostmärker, ja? Kamen die uns entgegen. Und da sagte ich, Kameraden, und die hatten alle die ehemaligen HJ-Armbinden, ja, hatten sie so gedreht, dass man hier nur rot-weiß-rot sah, ja. Also als sollte österreichische Freiheitskämpfer wollten sie damit markieren. Und ich habe sofort geschaut, ich sage, Toni, du hättest Maul, du bist der Preis, der hat hier nichts zu melden, ich bin dabei, also mich verstehen die. Und dann bin ich hin, so, na Kamerad, wie geht's? Könnt ihr uns nicht helfen, wieso? So, ich bin vom antifaschistischen Freiheitskorps aus München und ich brauche einen PKW mit genügend Sprit, damit ich die Nazis in München zur Sau machen kann. Was, das machst du wirklich? Also, glaubst du mir nicht? Die Sau, schwarze, braune Best muss weg. Und er hat mir einen Lastwagen gegeben mit 2 Fässer Diesel. Und mit Heil Österreich habe ich mich verabschiedet, ins Auto rein und weg. Jetzt ist uns unsere Gutmütigkeit wieder, zum Verhängnis geworden. Unterwegs waren so viele Flüchtlinge, ja, die alle heim ins Reich wollten, die keine Österreicher waren. Könnt ihr uns nicht mitnehmen? Naja, steig hinten drauf. Auf einmal hat er einen ganzen Lastwagen von Reichsdeutschen hinten drauf und wir kommen an eine Kontrollstelle der Amis und der sieht es, let's go, come on. Und schon waren wir in einem provisorischen Gefangenenlager drin, ja. Ach du Scheiße, so, wie kommen wir hier raus, das Auto kriegen wir nicht mehr raus. So. Da bin ich her, habe vorne die Zündkabel alles zerfetzt, kaputt gemacht. Ich sage, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir es dunkel. Da hatten sie nur so ein Stolperdraht rundherum und noch gar keine Türme und nichts. Die waren alles am Aufbau begriffen. Da sind wir dann nachts abgehauen. Und ich habe zu denen noch, die waren noch zu dritt, da habe ich zu denen gesagt, hört mir zu, ich gehe zu meinem Onkel nach Niederbayern in Hengersberg. Das ist in einem Tag, wenn du durchmarschierst, zu schaffen. Habe denen die Adresse gegeben, sagen, wenn ihr kommt, dann meldet ihr euch. Ich warte so lang und dann marschieren wir Richtung Hamburg weiter. Und dann sind wir los und meine letzten Zigaretten von den schönen geklauten Zigaretten, ja, 100 Stück, musste ich so einen Schweinehund geben, der mich über die Donau gefahren hat. Weil die Grenzen nach Österreich haben die Amerikaner schon zugemacht. Und da gibt es bei Passau weiter unten gibt es so einen Wurmfortsatz. Auf der anderen Seite ist Bayern und auf der Seite ist noch Österreich. Und da bin ich hinmarschiert und gesagt, da gibt es eine Chance, da komme ich rüber. Und da war ein Fischer mit seinem Boot. Und der Schweinehund, der wollte Geld. Geld hatte ich ja nicht. Dann habe ich gesagt, ich kann da Zigaretten anbieten. Na ja, das ist doch nichts wert. Eine Zigarette kostet 10 Mark, die Zigarette. Ja, aber hier nicht. Naja, sag ich, gebe da 100, wenn du willst, oder lässt das bleiben. Ja, dann hat er mich wegen meinen letzten Zigaretten hat er mich darüber gefahren. Und beinahe wäre noch meine Flucht in die Hosen gegangen durch eine blöde Cousine, die ich hatte. Ich kam dann nachts an, und das war schon ab 8 Uhr Ausgangssperre bei den Amis, schlich mich ins Dorf rein, stehe unter dem Haus von meinem Onkel, klingle. Meine saublöde Cousine macht das Fenster auf. Wer ist denn da? Psst! Ja, wer ist denn da? Da sag ich, ich bin's. Ja, wer ist ich? Der Walter. Und die brüllt da. Mama, der Walter ist da! Und vorne an der Ecke war ein Ami mit Bumsen mit einem deutschen Mädchen. Ja. Also zum Glück war der so beschäftigt in seinem Liebesakt. Gesehen hat er mich nicht und gehört hat er auch nichts mehr, sodass der nicht draufgelaufen kam, sondern hat seine Geschichte weitergemacht. Und
Meine Cousine hatte die Aufmerksamkeit, Mensch, du bist so blöd, sag ich. So blöd kann kein Spatz sein, wie du bist. Ja, warum scheißt denn du so? Du weißt doch genau, es ist Ausgangssperre. Habe ich nicht dran denkt, sagt sie. Naja. Und da habe ich mich dann 8 Tage aufgehalten, bis mein Tonelli endlich kam, dann sind wir beide dann weitergezogen Richtung Hamburg. Unterwegs haben wir noch eine Rote Kreuzschwester aufgegabelt, die aus der Tschechei geflohen ist, die uns also grauenhafte Dinge erzählt hat. Die mussten splitternackt in Prag die Straßenschilder der Deutschen wegmontieren. Sagt sie, das war nicht das Schlimmste, sagt sie. Aber dann haben sie diese Perverslinge immer die Straßen ausgesucht, die Schmal- und Nebenstraßen. Und wenn sie da drin waren und haben da die Straßenschilder abmontiert, haben sie natürlich vergewaltigt. Und die konnte am Schluss abhauen und wir haben sie aufgelesen. Ja, ich hatte ein Fahrrad, mein Kamerad hat, den hat man ein Fahrrad geklaut unterwegs. Jetzt hat man aber für die Krankenschwester kein Fahrrad. Und die war nicht zart, sondern die hat ausgeschaut wie Jumbo ist der Elefant, ja. Jetzt schleppt die mal auf ein Herrenfahrrad, ja, mein Lieber, da kommst du ins Schwitzen. Eine Zeit lang ging das gut und da sehe ich so eine Bauernfamilie, die waren aber ziemlich weit im Acker drin und ein Damenfahrrad. Dann habe ich zu der gesagt, hör mal zu, fahr mit meinem Fahrrad weiter und lass mich schnell runter. Dann habe ich dir das Damenfahrrad geklaut, mehr Angst als Vaterlandsliebe hatte ich dabei. Und dann sind wir dann zu dritt weitergefahren, dann kam, ich glaube, es war der Main. Und da war so eine provisorische Fähre. Und dann mussten wir auf die Fähre warten. Und hinter uns die Bauernfamilie, die sicher ihr Fahrrad suchten oder schon am Anmarsch waren. Zum Glück haben wir es noch geschafft. Wir kamen also mit der Fähre da rüber und sind dann weitergefahren. Und die Krankenschwester wollte nach Kassel, da haben wir sie dann auch abgeliefert und ich bin dann weiter nach Hamburg. Ja, ich kam das erste Mal in Gefangenschaft, das war rein meine Schuld, freiwillig. Ich war in Hamburg bei meiner Tante und die war nicht auch besonders glücklich, mich da zu haben. Ja. Und auf der Reeperbahn hörte man so wie hat man früher gesagt, die Scheißhausparolen. Ja. Also Gerüchte sind das. Ja, die Engländer wollen Klein Hongkong hier in Hamburg bauen, also eine Verwaltungsstadt, und die suchen sich Arbeitskräfte, die entlassen ihn. Und ich, Idiot, fall drauf rein. Und dann habe ich mir noch einen Rucksack von meiner Tante geborgt. Dann habe ich noch 3 Brotlaib gekauft mit Marken. Und dann hatte ich ja einen Job gehabt auf der Reeperbahn, in dem Bayern-Lokal. Weiß nicht, wer von euch schon auf der Reeperbahn war. Na, wie heißt denn das gleich wieder? Gibt nur ein Bayern-Lokal auf der Reeperbahn. Da war ich Gläserspüler. Ja? Und es hatte den Vorteil, ich spülte ja für alle Kellnerinnen die Gläser. Und die haben dafür von den Tischen die Kippen eingesammelt und die haben sie mir gegeben. Also jeden Abend hatte ich so eine Zigarrenkiste voller Kippen. Und bei einer der Kellnerinnen wohnte ich. Und da bin ich hergegangen, wenn die Oma schlief, ins Badewasser. Dann habe ich die Kippen habe ich schon vorher trocken auseinander, Filter weg, soweit Filter drin waren. Dann habe ich den Tabak in die Badewanne rein. Das stank wie die Pest, Fenster auf, Tür zu. Ja, und dann habe ich das Wasser abgelassen und habe den Tabak ausgedrückt, dass er so nicht mehr tropfte. Und dann habe ich den Tabak auf dem Balkon und da habe ich ihn nachts über getrocknet. Dann war es am nächsten Tag so ein Tabak. Weil das Nikotin war ja weg, war ja ausgewaschen. Ja. Und diesen Tabak hatte ich natürlich auch mit. Und da hat mich der Engländer, wo ich mich freiwillig gemeldet habe, um entlassen zu werden,
Entweder hat er mich angesehen, meine weißblonden Haare damals noch dazu und so weiter. Ich komme in der Tür rein mit dem Rucksack und er sagt zu mir, USS. Und ich war so platt, sagt, wenn Sie es schon wissen. Okay, MP ins Kreuz, let's go. Komm an, dann ging es die Treppe runter, das war in der Musikhalle in Hamburg. Und da waren schon aber lauter ältere Knaben da, Ortsgruppenleiter, was der Teufel so ein Zeug war da. Da habe ich runtergerufen, seid ihr auch Nazis? Sagten die, ja, sag ich auch. Und da ging es dann ins Gefangenlager. Nach Schleswig-Holstein. Und nachher, Jahrzehnte später, hat mal der Spiegel berichtet, das war Montgomery. Der Montgomery hat in Schleswig-Holstein ungefähr 2 Millionen deutsche Kriegsgefangene behalten. Also wir waren in Schleswig-Holstein, wurden wir an der, also wir persönlich in der Eisenbahnstation Holsteinische Schweiz ausgeladen. Und zwar das interessant, eine Wehrmachtskompanie hat immer ein Grupp Waffen-SS-Angehörige oder ein Grupp Fallschirmjäger gehabt. Also die Fallschirmjäger haben sie genauso gefährlich angesehen wie uns, ja. Und da wurden wir belassen. Also mussten wir uns Unterkunft, ja wie? Jetzt war da ein Kompaniechef dabei und der hat mich sofort zu den 7 Kameraden, die da Fallschirmjäger der Waffen-SS waren, die gesagt, das ist ihre Gruppe, hat also eingeteilt, die Gruppenführer. Ja, okay, Jungs, geht mal mit. So, jetzt machen wir eins, wir buddeln uns eine anständige Kuhle. Und da unten ist ein See, sah ich, 4 Mann von euch, die schneiden oder rupfen das lange Seegras raus. Und ihr zwei, sah ich, ihr klaut irgendwo ein bisschen weiter weg Frühbeetfenster. Das sind diese Frühbeete, die man so hat, das sind so längliche Fenster, ja, immer so. Und dann fingen wir an zu buddeln, ja. Dann haben wir noch so dicke Äste da abgehauen. Dann haben wir unten erstmal so die Herbstbetten gemacht und dann haben wir stärkere noch Betten oben drauf. Dann kamen die Kameraden dann mit ihren Fenstern an, die haben wir erstmal zur Seite gelegt. Dann haben wir ein Dach, das geht wunderbar mit diesem Schilf ein Dach zu machen, ja. Und da braucht man kein Bauer sein, das lernt man einfach, ja, das wird immer besser. Dann haben wir das Dach gedeckt und dann die Fenster da reingemacht, dann war unsere Hütte fertig und die anderen haben ähnlich. Also unsere war nach meiner Meinung die schönste. So, jetzt waren wir da. Jetzt war das alles unter deutscher Verwaltung. Wir haben nie einen Engländer da gesehen. Und dieser Hauptmann da, der war, das war ein Schweinehund vor dem Herrn. Also wir waren uns vom ersten Anblick, waren wir uns unsympathisch und das blieb bis zuletzt. Und wenn der mich Pi sagen wollte, versucht es und ich ihn auch. Dann hat er mich zum Kompanie UVD gemacht, dann musste ich eine Meldung machen. Dann habe ich hier Kompanie angetreten, so. Und dann sagt er zu mir, nach der Kapitulation wird nur noch so gegrüßt. Sei wissen Sie, ich bin genauso lang dabei wie Sie, sage ich. Ich habe jahrelang so gegrüßt und das Gelenk ist kaputt, das geht nicht mehr zusammen. Und so habe ich ihn geärgert. Und er dann wieder wollte mich zum Arbeitsdienst zu den Amis schicken, sage ich. Laut Genfer Konvention ist es verboten, Unterführer für den Feind arbeiten zu lassen, sei. Suchen sich einen anderen Deppen. War wieder nichts. Dann hat er mich zum Bauern geschickt. Sei, da gehe ich hin, sei. Das ist ein Deutscher, sei, den helfen wir gerne. Jetzt haben wir den Bauern Holz gehackt. Jetzt haben wir das Holz ja runtertragen müssen im Keller. Och, und da waren Konserven gestanden, ja, und Marmeladegläser und Pflaumen eingeweckt und lauter so ein Zeug. Sag ich, Jungs, sag ich, das Hungern hört auf. Wieso? Warten wir ab, bis es regnet. Und da kam so ein wunderschöner norddeutscher Schmierlregen runter.
wie er mit leeren Säcken hin nachts, ja, haben wir da rausgeholt. Also ich habe mir erstmal die Konserven geschnappt. Ander, da war so ein Süßer, der hat sich da Marmelade und so ein Zeug gepackt und wir mit zwei Säcken zurück in unsere Bude. So, jetzt fressen wir uns erstmal satt und dann vergraben wir das, damit sie uns nicht erwischen. Denn der Schweinehund macht eine Hausdurchsuchung, da bin ich mir sicher. Und ich bin her und habe die erste Büchse mir aufgemacht. Spinnt der? Da waren Sägespäne drin. Ja, denk mal was. Also so ein Scheiß, wieso macht ein Bauer Sägespäne ein? Und dann kippe ich die Dose um. Auf einmal wusste ich, warum da Sägespäne drin waren. Da hat er seine Schrotmunition hat er eingeweckt. Und es war ja Waffenbesitz und Munition bei Todesstrafe verboten. Da hat er gesagt, da mache ich Konserven draußen, da findet die keiner. Er sagt, Kinder, wir brauchen nichts mehr eingraben. Da lass mal die Büchse mit den Sägespänen, tu die Munition wieder rein, Sägespäne drauf, lass sie da mal in der Ecke, damit man die nicht sofort sieht. Wenn hier einer Kontrolle machen will, dann holen wir die Büchse raus. Sagen wir, ja, wir haben eine Dose geklaut, das war drin. Dann ist Stillschweigen. Auch der Herr Major wird daher, der Hauptmann wird nichts sagen. Und so war's. Keiner hat uns kontrolliert. Und wir haben 3 Wochen lang haben wir gefressen wie die Scheunendrescher. Ja. Denn die Engländer haben verpflegt 3 so viereckige Kekse, steinhart. Der Vorteil war, man hatte lange was zum Lutschen. Ein Suppenlöffel voller Eipulver und 1 Suppenlöffel voller Milchpulver. Das war die ganze Tagesration. Ja. Da sollten wir davon leben. Also, aber wir waren ja jetzt überverpflegt, wir hatten ja unsere Konserven. Ja, das war die Gefangenschaft. Und dann eines Tages kommt von diesem blöden Hauptmann, der Adjutant, das war ein junger Leutnant. Herr Rediger, Kamerad Rediger, kann ich Sie mal sprechen, ja, selbstverständlich. Ja, gehen wir mal spazieren. Dann sagt er zu mir, wissen Sie, ich war auch HJ-Führer. Und sind Sie mir nicht übel, sind Sie mir nicht böse. Für den Herrn Hauptmann kann ich nicht, der ist so. Aber ich kann den auch nicht ändern. Aber ich möchte Ihnen eins sagen. Morgen geht ein Transport los. Da sind Sie mit Ihren 7 Kameraden gemeldet. Und so viel ich weiß, nach Belgien. Und das Gerücht sagt mir, die sollen in die Bergwerke, und das stimmte. Und das wollte ich Ihnen als Kameraden noch mitteilen. Dann hat zu meinen Kameraden gesagt, also hör mal zu, wir hauen heute Nacht ab, warum? Oder wollt ihr nach Belgien ins Bergwerk? Da haben sich noch 3 Kameraden angeschlossen, dann sind wir mit 15 Mann in Richtung Hamburg losgelatscht. Und wir sind Lübeck auf dem Bahnhof, in der Bahnhofsgaststätte, und wen treffe ich da? Durch reinen Zufall. Meine ehemalige Freundin, die war Marinehelferin in Neustrelitz gewesen, die war gerade entlassen worden. Aber das war nur von kurzem Dauer, dann mussten wir weiter. Wir sind dann in den Frachtbahnhof gegangen, und da war ein Zug, Güterzug mit, mit Kohlengrieß, das ist Kohlen, nicht Kohlenstaub, aber so grieselig. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, und Richtung Süden, hat ein Bahnbeamter gesagt, der muss nach Süddeutschland. Und er sagt, da können wir hin. Das haben wir gewartet, bis uns keiner gesehen hat, sind da raufgestiegen, haben uns bis oben hin eingebuddelt und sind losgefahren. Und in der Oberpfalz, in Selb, das wussten wir zuerst gar nicht, sind wir rausgekrabbelt. Ausgeschaut haben wir wie die Schornsteinfeger, schwarz von oben bis unten. Dann haben wir uns erstmal gewaschen, damit wir menschenähnlich wieder aussahen. Und dann marschierten wir auf der Landstraße los. Und einer wohnte da in der Nähe, und bei der seiner Mutter sind wir gelandet. Jetzt hat er aber den großen Fehler gemacht,
konnte es nicht abwarten, ist nachts ins Dorf und hat bei seinen Mädchen oder Freundinnen erzählt, wen er alles mit hatte. Und die blöden Gänse natürlich haben nicht anders getan, weiter erzählt. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag erschien die Polizei, die deutsche Polizei. Und die hatte ja damals noch keine Schusswaffen, die hatten nur einen Holzgrübel. Also es wäre kein Problem gewesen, da die niederzumachen. Ja. Aber ich sagte, das bringt nichts. Sag ich, wenn wir die beiden niedermachen, sage ich, dann haben wir ein Kommando auf den Hals. Oder wenn es der Teufel will, mischen sich die Amerikaner ein, dann jagen die uns. Sag ich, komm zu meinem Freund, du bleibst hier. Dir kann es passieren, dass du in eine amerikanische Gefangenschaft mal wiederkommst, sag ich, aber wir hauen ab. Und dann sind wir auf die Landstraße, das war der zweite Weihnachtsfeiertag, schön kalt war es. Und da kommt uns ein vollgefressener Kriegsgefangener entgegen. So einen fetten Nacken hatte der. Ja, wo kommst denn du her? Ich sagte, aus Kanada. Da war der 4 Jahre lang in Kanada in Gefangenschaft, hat sich da vollgefressen, ja. Und ich sage, ja und jetzt? Ja, da in Frauendorf, da ist ein Entlassungslager. Da haben sie mich entlassen. Ja, kann man da ohne weiteres rein? Ja, selbstverständlich, sagte der. Das heißt, du, da gehen wir hin. Der hat gesagt, Entlassungslager. Wir kommen da hin, in das Lager. Amis da, wo kommt ihr denn her? Ja, wir haben jetzt da gearbeitet und da gearbeitet beim Bauern und wir wollen einen endlichen Entlassungsschein haben. Darum haben wir uns hier gemeldet. Ja, kommt rein. Dann haben sie den einen verhört und ich saß in der Zwischenzeit in der Schreibstube und da sehe ich Scheine. Jetzt waren das Entlassungsscheine, aber neutral, noch nicht ausgefüllt. Und eins habe ich übersehen, dass sie nummeriert waren. Das war mein größter Fehler. Jetzt habe ich mir 2 von den Entlassungsscheinen geklaut, habe die zusammengefaltet, habe sie unter meine Mütze gesteckt. Und dann wurde ich da rein, dann wurde ich befragt und so weiter. Und dann wurden wir beide in die Baracke hingebracht. Ja. Und zum Glück in der Baracke habe ich meine Mütze nicht an das Bett gehängt. Ich war, hier war mein 2. Stock, sollte ich schlafen, sondern nebendran. Und 1 Stunde später hat der Arm entdeckt, dass ihm 2 Entlassungsscheine fehlen. Es kamen da 2 MPs rein mit MPs in der Hand auf uns zu, wo Bett? Und sag ich, da, und der Kamerad da. Dann haben sie da gesucht, war nichts. Ist nichts, sind sie wieder abgezogen. Jetzt war der natürlich ein bisschen bösartig, der Schweinehund, weil der sich sagte, das können nur die 2 gewesen sein. Er hat ja recht gehabt. Ja. Was hat er gemacht? Er hat uns am nächsten Tag zum amerikanischen Geheimdienst geschickt, zum CIC. Und die haben uns ausgefragt. Jetzt war unser Fehler, das heißt, ich habe gedacht, ich hätte intelligent gehandelt. Blödsinn war, was ich gemacht habe. Und der andere, der hat immer nur das erzählt, was ich ihm vorgekaut hatte. Ich habe gesagt, wir sind von den Russen geflohen und wollten hier bei den Amerikanern sozusagen um Asyl bitten und um Entlassung. Jetzt haben die uns natürlich kein Wort geglaubt. Die wussten ja vom anderen, dass da Entlassungsscheine fehlten. Dann haben sie uns abends eingeladen und nachts haben sie uns, war Silvesternacht 45, 46, an die Russen übergeben. Ich habe noch nie so schöne Schläge gekriegt wie bei den Russen. Das hatte zuerst mal die Ohrfeigen links und rechts, ja, und dann, wenn du die runterkriegst, mit den Stiefeln im Bauch rein. Aber mein guter Kamerad, der war gehbehindert. Ich kam immer schneller hoch, aber bis der hochkam, ja, waren sie mit dem beschäftigt. Auf alle Fälle, die Schlägerei, die hat lange gedauert. Und Stiefel abliefern, Schnürbänder abliefern, Hosenträger abliefern. Die Hosen so halten, wurden im Keller eingesperrt. Und so nach 1 Uhr da, nachdem die Schießerei da vorbei war, Neujahr war, kam der Chef von den Russen runter. Hinten 2 Matratzen, hat er uns 2 Matratzen gebracht. Und
Zwei andere brachten die Stiefel und die Schnürschuhe. Und er sagte, Kruski Kamerad Karaschow, Germanski Kamerad Karaschow. Und brachte noch so einen Beutel Pravda, ja, wie so ein Ballen. Da hat er Mahorka drin gehabt. Wisst ihr, was Mahorka ist? Das ist so ein russischer Tabak, das sind mehr Stängel als Tabak, ja. Aber wenn man nichts anderes zum Rauchen hat, schmeckt er auch wunderbar. Und Streichholz hat er uns geschenkt. Also war er wieder halb nüchtern und da wollte er das entschuldigen, dass sie uns also so verdroschen hatten. Und dann ging es weiter zu einer Station, auf ein Schloss, das sah fürchterlich aus. Da wurde die Notdurft nur im Musikzimmer verrichtet, muss man sich mal vorstellen. Ja. Das ganze Musikzimmer war also voll. Ein Häufchen nach dem anderen. Da haben die Russen und die Gefangenen auch alle da drin. Klavier hochgeklappt, auf dem Klavier genauso. Also fürchterlich gestunken hat es da. Da ging es weiter nach Hildburghausen ins Gefängnis. Da waren wir in einer Zelle mit, schätze ich, 11 Mann, die nur für 6 Mann vorgesehen war. Also wir konnten entweder zu zweit auf hier ein Bett liegen oder wenn wir spazieren gehen wollten innerhalb der Zelle, dann mussten wir alle gemeinsam runter. Da stand ein Hering an Hering, da sagte eine ohne Tritt Maschen, macht einen kleinen Schritt und die anderen hinterher. Aber das Hochinteressante, in diesem Gefängnis war ein etwas älterer Herr, also für mich damals, ich war noch ein junger Hupfer, der muss so um die 50 gewesen sein. Das war ein Halbjude. Und wie er mir das sagte, wir haben uns ja unterhalten, so, was machst denn du als Halbjude hier? Ich werde aber meine Lebensgeschichte erzählen. Und was und so was Unglaubliches gibt es gar nicht. Er war ein uneheliches Kind und in der Kampfzeit, also vor 33, war er ein strammer SA-Mann. Und als 33 die Machtübernahme war, da wollte ihm seine Mutter einen Gefallen tun und hat ihm eine SA-Uniform gekauft. Und dann kam er stolz mit der SA-Uniform zu seinem SA-Sturm eines Abends mal. Dann hat ihn der Chef vom SA-Sturm zur Seite genommen und gesagt, also hör mal zu, mein Lieber, jetzt musst du mal mit deiner Mutter ein ernstes Wort reden. Die hat dir zwar eine schöne Uniform geschenkt, aber das haut nicht hin. Wir haben danach geforscht und dein Vater war Jude, das hat sie dir verschwiegen. Jetzt ist der arme Teufel nach Haus, hat trotzdem Wasser geheult und die Mutter hat dann auch mitgeheult und die hat ihm also gestanden, ja, also er ist ein unehelicher Sohn von einem Juden. Daraufhin ging er dann zu seinem Sturmbahnführerchef und der hat ihm gesagt, also Karl, eins verspreche ich dir, dir wird nichts passieren. Ganz egal, was passiert, wer sich bei dir meldet, du kommst sofort zu mir. Und ihm ist auch den ganzen Krieg nichts passiert. Er war in einer Fabrik gearbeitet. Und dann war der Krieg aus. Und die Russen kamen. Und er hatte durch seine Mutter Polnisch gekonnt. Die hat ihm also auch Polnisch beigebracht. Jetzt weiß ich nicht mehr an, die Mutter war halb Polin oder was. Auf alle Fälle hat ihn der russische Kommandeur von dem Ort zu seinem Dolmetscher gemacht. War er 4 Jahre lang Dolmetscher beim Russen. Und als der russische Kommandeur versetzt wurde, hat er ihn einsperren lassen, so nach dem Motto, sicher ist sicher. Jetzt saß der arme Teufel im Gefängnis. Ja. Und da traf ich ihn. Da hat er mir da seine Lebensgeschichte also erzählt. Vorher SA-Mann, ja. Dann rausgeflogen, weil er Jude war. Und dann bei den Russen angestellt und dann wieder eingesperrt.
Dann hat er zu mir gesagt, beim Russen gibt es drei Dinge. Entweder du wanderst nach Sibirien, oder schneller geht's, du wirst gleich erschossen, oder die lassen dich frei. Um freizulassen, sagt er, gibt es nur eine Möglichkeit und die rate ich dir. Nichts rührt den Russen. Du kannst dir erzählen, was du willst. Eins, da schmilzt der Russe hinter, ist die Matka, die Mutter. Also lass dich nicht beirren, wenn du zum ersten Verhör kommst, sprich nur von deiner Mutter. Ja? Und warum du hier sitzt, sagst du, weil du wolltest in die amerikanische Zone und deine Mutter rausholen, weil der geht so schlecht, die ist fast am Verhungern. Und da wolltest du in das sozialistische Deutschland, weil du wusstest, dass die Russen was für die Mutter tun. Und du bittest darum, dass du deine Mutter holen darfst. Und das musst du in 10 Variationen immer wiederholen und dabei heulen, soweit du das kannst, sagt er, sei ein guter Schauspieler. Und ich habe noch meinen Freund da instruiert, habe ihm gesagt, hör mir zu, bevor sie uns trennen, verhalte dich so, wie ich dir jetzt erzählt habe. Ja? Nichts anderes. Von mir selbst sagst du gar nichts. Ich sage auch von dir nichts. Du erzählst nur von deiner Matka, sonst nichts. Dann kam ich zum Verhör. Und das war ein KGB, also Geheimdienstoffizier, muss sagen, ein bildhübscher Kerl, jung. Ich schätze so zwischen 20, 21 Jahre alt. Hat auch einen intelligenten Eindruck gemacht. Während die Dolmetscherin, das war eine Ukrainerin, eine große Mistsau, die hatte die Hundepeitsche schon auf dem Tisch und macht immer so. Und sie war Zwangsarbeiterin in München bei den BMW-Werken und die wollte mir schon mal so die Hundepeitsche übers Gesicht ziehen, da ist er sofort eingeschritten und hat sie angemotzt und hat ihr das verboten. Also das war ein Missstück, aber die konnte Deutsch, ja. Und ich habe nur von meiner Mutter erzählt und meiner Mutter und nichts. Von abends, wie ich reinkam, bis morgens in der Früh, der musste schon so genervt haben, der muss mit den Nerven schon fertig gewesen sein und wieder zwischendurch geheult. Um 6 Uhr in der Früh hat er mich rausgeschmissen, war ich entlassen. Aber Rucksack weg, der Tabak weg, Papiere weg, nichts. Und wie ich entlassen wurde, habe ich gesehen, also die Buchhaltung bei den Russen, fantastisch. Es war eine Schülertafel. Da stand auch mein Name oben drauf. Den hat er mit dem Schaum ausgewischt. Das heißt, wenn da irgendeiner hinging und hat den Namen ausgewischt, dann ist er verreckt im Gefängnis, weil er nicht mehr da war. Ja, jetzt stand ich auf der Straße. Dann, was machst du jetzt? Jetzt gehst du zum Landrat. Und der hieß in der Armee, in der russischen Zone, hieß der Rat des Kreises, ist das, ganz vornehm, ja. Bin ich zum Rat des Kreises gegangen, da saß ein fettes Kommunistenschwein hinterm Schreibtisch, der als Auszeichnung einen riesengroßen goldenen Siegelring mit einem großen Rubinstein, wahrscheinlich irgendwo geklaut, ja, oder einen abgenommen, sie wünschen. Da habe ich gesagt, ich möchte für 3 Tage Reisemarken haben. Warum? Ja, ich bin gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und ich brauche Lebensmittelmarken. Das kann jeder behaupten, hauen Sie ab. Oh, sage ich, sehr schön, jetzt gehe ich zurück ins Gefängnis zu den Herren Leutnant, zu den Herren Russen und werde ihnen erzählen, dass sie den Russen nicht trauen, dass die Russen lügen. Und wollte schon raus. Hat das wieder Angst gekriegt. Kommen Sie zurück. Hat er mir die Bescheinigung für 3 Tage Lebensmittelmarken ausgestellt. Da bin ich zur der Lebensmittelmarken-Ausgabestelle gegangen und da war ein junger Kamerad, der war höchstens ein Jahr älter wie ich, verwundert, dem fehlte ein Arm. Dann habe ich gedacht, na ja, zu dem kannst du Vertrauen haben. Hab gewartet, bis der frei war, bin zu ihm hin und sage, Kamerad, ich möchte für 3 Tage Lebensmittelmarken haben und wenn du so Bescheid bist, schreib mir die Adresse auf
von jemandem, der mir helfen kann, dass ich wieder über die Zonengrenze komme. Und dann hat er mir den Namen und einen Ort aufgeschrieben und hat mir gesagt, das ist ein Mädchen, die hilft dir weiter. Ja, da bin ich erstmal runter in die Gaststätte und habe zu den Wirt gesagt, jetzt machen Sie mir ein anständiges Abendessen. Dafür kriegen Sie für 3 Tage die Lebensmittelmarken, Geld habe ich nicht. Das hat er gemacht, ja. Dann habe ich schön zu Abend gegessen und bin dann losmarschiert. Und in dem Dorf, das Fräulein so und so, das war eine ehemalige BDM-Führerin. Hübsches Mädchen. Und dann habe ich ihr erzählt, wie ich zu ihrer Adresse komme. Er sagt sie, hör mal zu. Jetzt machen wir Folgendes, gehen wir kein Risiko ein. Du gehst jetzt oben im Scheuheuer rauf, grabst durch Scheu ganz hinten in die Ecke, aber so den Kopf in die Ecke und den Hintern nach hierher. Und weh, du gibst einen Ton von dir, wenn die dich in den Arsch reinstecken mit dem Bajonett. Dann bist nämlich du tot und ich auch. Merkt ihr das? Also die war eiskalt, die Lady. Die hat mir gefallen, das Mädchen. War vielleicht 18 Jahre alt, ja. Aber diese Nerven, die das Mädchen hatte, war einmalig. Okay, ich bin darauf, habe mich versteckt und dachte, naja, wird schon nichts passieren. Es kam auch niemand. Und nachts hat sie mich geweckt, bevor es der Morgen graute. Dann hat sie mich runtergeführt und war ihr Vater in der Stube. Und auf einmal kam sie mit so einem Kugelhupf rein, ja, hat den auf den Teller gekippt. Dann hat sie den einmal zu und hat sie da 4 Stück draus gemacht. Schöner, frischer Kugelhupf. Einen habe ich sofort gefuttert, den Rest habe ich in die Tasche gesteckt. Und dann sagt sie, der Papa, der führt dich jetzt. Du gehst jetzt mit dem Papa ganz leise. Aber wenn der Papa sagt, hinlegen, dann legst du dich hin und robbst, aber ohne Geräusch. So. Der weiß nämlich Bescheid, der Papa. Denn der Nebel geht von unten nach oben hoch. Sagt er, wenn der Nebel hochgeht und du liegst, dann kannst du schon 5, 6 Meter sehen. Dann steigt der Nebel leichter. Dann ziehst du gleich, wenn irgendwo Füße sind, eine Patrouille, sei es von den Russen oder den Amis. Weil das war die Zonengrenze da. Und der Papa hat sich auch hinter mir gelegt. Ja. Da sind wir beide vorsichtig gerobbt. Zum Glück kam niemand, da wieder gewartet, wieder leise weiter. Dann kam an die erste Mühle. Und da hat er aber vorher schon gesagt, du musst hinter die zweite Mühle, die erste Mühle ist die russische, das ist noch auf russischer Seite, und die andere ist die amerikanische Mühle. Dann sind wir da weitergerobbt, bis wir bei der amerikanischen Mühle waren. Und da ist er umgekehrt. Ja. Und wie es dann seelenruhig war, muss ich ehrlich sagen, habe ich Rotz und Wasser geheult. Ja. Also so war da war die Anspannung weg. Da liefen mir die Tränen runter, warum weiß ich heute nicht. Aber ich habe gedacht, so, jetzt habe ich es geschafft. Und dann bin ich aufgestanden und bin weg. Und da war ich endlich mal wieder in der amerikanischen Zone. Aber ich hatte die Schnauze von Gefangenschaft noch nicht voll. Jetzt bin ich zu meiner Tante nach Engersberg bei Deggendorf. Und ich wusste, mein Lieblingsuntersturmführer, das war der Karl Hacker. Ja, und der wird mir immer im Leben ein Begriff sein, weil ich habe alle Offiziere immer früh genug grüßen können, aber den Karl Hacker nicht. Der Karl Hacker hat mich gesehen und brüllte schon von Weitem Heil Rediger. Und ich konnte dann nur noch sagen, halt Untersturmführer. Ja. Dann war mir der Karl Hacker so sympathisch. Und dann wollte ich den Karl Hacker besuchen in Deggendorf. Und seine Frau, die stammte aus Stralsund. Das war die Tochter des, wie nennt sie, Großmolkereibesitzers auf der Insel Rügen, die Hannelore. Und erzählte mir, die Hannelore sagt, komm, gehen wir spazieren. Und wie wir unten waren, sagt sie, meine Schwiegermutter hat 1000 Ohren, es ist besser, wir reden das auf der Straße. Sagt sie, die blöde Ganze so stockkatholisch, dass sie zum Karl gesagt hat, aber Karlchen, du hast doch vom lieben Gott und von den Amerikanern nichts verbrochen, du kannst dich doch melden.
Und der Blödmann hat sich gemeldet, sagt sie zu mir. Jetzt hockt der Karl in Natternberg im Internierungslager. Und dann sind wir am Sonntag noch nach Natternberg gefahren. Bis auf 200 Meter konnten wir ran. Näher nicht, dann haben die polnische Besatzung, hatten die da, haben die geschossen. Aber der Karl, nehme ich an, also sie hat er erkannt, ob er mich erkannt hat, das weiß ich nicht, hat gewunken. Na, ich sagte, Hannelore, den hole ich raus, sage ich. Der Karl traut sich alleine nicht, aber ich gehe da rein und den hole ich raus. Das gibt's doch gar nicht, dass der da drin sitzt. Und ich, Blödmann, melde mich beim amerikanischen Geheimdienst in Deggendorf. Und die fragen mich, wo ich herkomme. Ach, sage ich, von da und da und da. Mal auf dem Bauernhof gearbeitet und dann nach 8 Tagen wieder weitergegangen und dann hat wieder beim Bauernhof gearbeitet und dann kam der Bürgermeister und hat mich gefragt, ob ich Entlassungsscheine habe, dann bin ich wieder weg und jetzt habe ich das satt, jetzt wollte ich mich bei Ihnen melden. Ja, von wegen Scheiße. Haben nämlich nach Deggendorf ins Gefängnis gesteckt. War ich wieder drin. Tja, was macht der Teufel nicht alles? Und das war brutal. Das war ein 6-Mann-Zimmer und ich glaube, wir waren zu 12 da drin. Betten dreistöckig. Das Fenster mit dem Schloss zugesperrt, wurde nur mittags eine Stunde geöffnet. Ja. Eines Tages kam der amerikanische Kommandant von Deggendorf mit seiner deutschen Nutte vorbei, die er da hatte. So eine aufgetagelte kleines Missstück. Da sagte der Amerikaner auf Deutsch zu ihr, geh da nicht rein, da stinkt das 10-mal mehr wie im deutschen KZ. Naja. Und abwarten. Welche kamen raus, andere kamen wieder rein, ich blieb drin. Und eines Tages hieß es auch, Rediger raus, dann wurden wir mit 6 Mann nach Regensburg in die Gefangenschaft abkommandiert. Und ich werde es nie vergessen, der Kommandeur von DFC 22, wie das Lager hieß, sprach perfekt Deutsch. Und er brüllte uns, wie wir am Tor standen, raus, seid ihr Brotbeutels oder SS? Also Brotbeutels war für ihn Wehrmachtsangehörige und SS war was Besonderes. Dann habe ich zurückgebrüllt, du Blödmann, sowas sieht man doch. Ja, dann weiß ich Bescheid. Und das Lager war gut, muss ich sagen. Also Hochachtung vor dem Kommandeur, den ich übrigens später nochmal getroffen habe. Wir haben zum Beispiel an einem Sonntag, hat jeder Gefangene 2 Krapfen bekommen. Wissen Sie, was das für eine Arbeit ist, für 20.000 Gefangene Krapfen zu backen? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Aber die haben das geschafft. Der hat wahrscheinlich auch Gefangene gehabt, der Bäcker da, ja. Aber das war wie Weihnachten, ja. 2 Krapfen. Und da war ich 4, 5 Monate und dann wurde mir das zu bunt. Und dann bin ich zum Boxenältesten. Pro Boxe gab es einen deutschen Kommandeur oder Ansprechperson. Und bei uns war das ein Major, glaube ich, war der Major, der einen Arm verloren hatte. Und habe mich gemeldet und sagt, Herr Major, ich muss weg. Wieso müssen Sie weg sein? Ich muss fliehen. Und ich wollte ihm Bescheid sagen. Entweder geben Sie mir einen Tipp. Wenn Sie das nicht können, sage ich, dann fliehe ich alleine. Und dann schreiben Sie mich auf ein Arbeitskommando. Ja, sagt der Junge, so einfach geht das nicht. Wenn ich mich auf ein Arbeitskommando schreibe, dann werden die Listen überprüft. Das heißt, du musst mindestens 6-mal auf ein Arbeitskommando an 6 verschiedenen 7 oder 7 Tagen gehen. Weil du, je älter die Liste ist, umso weniger wird die überprüft. Es werden nur die neuen am Tag der Flucht und 3 Tage vorher überprüft. Ja, das habe ich nicht gewusst. Sagt er, okay, ich merke dich vor. Na, hat er mich vorgemerkt.
Und nach 14 Tagen bin ich wieder zu ihm hin, sage, was ist denn jetzt? Na ja, sagt er, jetzt ist lang genug her. Morgen kannst du zum Arbeitskommando raus. Aber hau ab, sagt er, wenn du schon draußen bist. Und da sind wir auf den Lastwagen verladen worden. Und dann ging es in den Wald. Und da waren so große Kisten, ungefähr so hoch, so breit und so tief, also konnte gerade ein Mann rein. Und das war Zusatzmunition für die großen Seegeschütze. Wenn die, sagen wir mal, im Gefecht weiterschießen mussten, wie mit normaler Munition angegeben, was weiß ich, die Seekanone hat vielleicht 5 Kilometer geschossen, wenn die aber jetzt 9 Kilometer schießen sollten, dann haben sie zusätzlich da diese Zusatzmunition da reingeschoben ins Geschütz. Und die sollten jetzt, mussten wir verladen. Ich war ja zum ersten Mal dabei, wusste nicht, was da los ist. Und da fuhren wir mit diesen Kisten in eine Kiesgrube. Da wurden die mit so einem, wie nennt sich das, so ein, na, wie man so aufbiegt mit so einem Eisen, wurden die Nägel rausgeholt, ja, wurden die aufgemacht und der Sack mit der Munition wurde runtergeschmissen in die Kiesgrube. Und unten drunter war auch ein Gefangener, ein Feuerwerker, der sich auskannte und der stapelte die. Und bevor die Masse kritisch wurde, das habe ich allerdings erst später erfahren, der wusste genau, wenn ich jetzt sage, Schluss, und brenne die Brennstäbe an, dann brennen sie. Aber wenn die Masse zu kritisch ist, dann explodiert sie. Da kommt der Zeitpunkt, wo das zu heiß wird und irgendwann ist der Punkt erreicht und der Rest explodiert dann. Also der hat dann gebrüllt Feuer und wir sind in Deckung gegangen und dann hat er die angezündet und dann zischten die nur, die brannten weg, passierte sonst nichts. Es war mir aber nicht möglich, bei dieser Prozedur irgendeine Lücke zu finden, wo ich abhauen konnte. War nichts zu machen, also ich wusste genau, wo es sicher ist, wo ich schnell über den toten Punkt komme, aber ich habe genau gewusst, wenn du es abhaust, die knallen dich ab. Dann kam die Mittagspause, da war auch nichts zu machen. Und ich habe geguckt, war nichts zu machen. Jetzt ging es aber darum, was kommt jetzt? Und da habe ich geluchst, da hieß es, die leeren Kisten aufladen. Ah, hoppla, denke ich, da gibt es vielleicht eine Möglichkeit. Und ich, zack, war ich am Laster, sag, komm, gib die her. Raufgeladen, zurück in den Wald. Runtergesprungen vom Lastwagen, gleich vorne hingestellt, wo da stand der Neger, da müssen die her, gleich neben den Neger mich hingestellt, die erste Kiste hin und die zweite Kiste. Die dritte Kiste, dann die nächste Reihe, erste, zweite, dritte. Und wenn dann wieder Neger mal nicht auf die andere Seite guckt, habe ich eine Kiste so geschnappt, habe sie mir vor den Bauch, habe sie hin und zum anderen gesagt, weiter. Und der hat weiter gestapelt. Und dann vor mir noch eine Reihe hingestellt, ja, und eine Reihe obendrauf. Und dann war Schluss und dann kam der Neger. 1, 2, 3, 4. Fucking German! 1, 2, 3, 4. Ein Mann fehlte. Der hat 10-mal gezählt, der Neger. Der Mann tauchte nicht mehr auf. Der war weg. Und der wieder gezählt. Und wieder gezählt. Ich denke, Mensch, ein Idiot muss doch endlich mal kapieren. Ja. Und dann hat er geflucht auf Englisch, das habe ich alles gar nicht verstanden, was er da alles von sich gegeben hat. Ja. Ich habe nur gezittert und ich habe gedacht, wenn der Kerl jetzt mit seinem Fuß geht, das war so ein Neger, ja, gegen die Kisten haut und die fallen um und ich stehe nackert da, ist der Teufel los. Ja. Das hat er zum Glück nicht getan. Und nach einer gewissen Zeit war es seelenruhig, oh, war ich. Aber sicher war er mir nicht. Da haben wir gedacht, vielleicht lauert er um die Ecke. Dann habe ich nur mal eine halbe Stunde gewartet. Dann habe ich erst mal oben, musste erst mal die Kiste da oben loswerden, habe ich so hin und her.
und so ein bisschen die Kiste da verrückt, dann konnte ich mit der Hand nach oben, dann konnte ich die wegschieben. Und dann habe ich nach vorne und rückwärts gewackelt, damit ich da aus der Kiste rauskam. Dann war ich endlich oben gesessen und Gott sei Dank war niemand da. Und oben habe ich verschnauft und da ging so den Hang hoch. Da hörte ich aber relativ weit entfernt, hörte ich Hundegebell. Ach du Scheiße, denke ich mir, mit Hunde erwischen sie dich. Hab's mit der Angst gekriegt, bin da runtergesprungen und ich hatte mir in Gefangenschaft schon, hatten wir amerikanische Wolldecken, waren gute Wolldecken, haben wir eingefärbt, braun. Und wir hatten in unserem, unserem Lager, hatten wir einen Schneidermeister. Und der hat mir aus der Wolldecke einen Skianzug, einen braunen Skianzug genäht. Mit einer Keilhose und so eine kurze Jacke, wie die Panzerleute hatten, ja. Und der sah gut aus. Und drüber hatte ich einen Overall und der war natürlich dreckig. Und dann bin ich da losgerannt, ja, bis ich auf ein Getreidefeld kam. Da waren gerade Bauern, weiß der Teufel, was die da taten. Ich hatte keine Zeit, mich da umzusehen. Hab schnell den Overall ausgezogen, den schenke ich euch und bin weitergerannt ins Kornfeld. Und traf mich mit einem Kameraden, der am selben Tag entlassen wurde. Bei Straubing war das auf dem Bauernhof. Und wir sind dann gemeinsam dann nach Norddeutschland, nach Hamburg gefahren. Und es hat nicht lange gedauert. Da hat mein ehemaliger Bataillonskommandeur mitgekriegt, wo ich in Hamburg wohnte. Und zwar der hatte in Hamburg mit einem Kameraden so eine Würstchenbude aufgemacht. Und da hat der mich gesehen, mein ehemaliger Kommandeur, aber bis er hinten rauskam aus der Bude, war ich schon weg. Und dann hat er nachgeforscht und dann bin ich mal wieder in der Bude vorbei, haben ein Würstchen gekauft, dann war sein Kamerad da, der Hans Hunzler hieß der war Koch bei General Kille gewesen. Und habe ich gesagt, wo ich wohne. Und dann kriegte ich eines Tages ein Telegramm, ich soll mich melden. Da waren die in Hessen untergetaucht unter falschen Namen. Und zwar hatten die einen Bürgermeister, einer der wenigen anständigen Sozialdemokraten, die es gab. Und zwar war der Oberfeldwebel im kaiserlichen Armee gewesen im Ersten Weltkrieg. Ja. Und war immer noch im Geiste strammer Soldat. Ja. Und der wusste, dass da ein SS-Sturmbannführer war und ein Untersturmführer. Ja. Und der Apotheker vom Nachbardorf in Adorf, hatte denen das Gewehr gegeben und der hatte die Jagd da. Und die haben für den Apotheker gejagt, der hat sich nicht getraut, denn A1 war Waffenbesitz verboten und Schießen mit Jagdwaffen war genauso unter Todesstrafe. Aber die haben ganz schön da gewildert, durften die Hälfte vom jeweiligen Rehbock behalten, mussten aber Gehirn und Innereien und so weiter dem Apotheker geben und die andere Hälfte. Und mit ihrer Hälfte haben sie zum Teil gehandelt mit den Bauern, haben Milch, Eier und so weiter. Also die haben, wie ich dorthin kam, ganz vernünftig gelebt, trotz allem. Und der das wusste, war der Bürgermeister vom Ort. Ja? Der hat aber dicht gehalten, der hat die nicht verraten. Jetzt, ich konnte da nicht bleiben. Meine Mutter war in Südamerika, die anderen Scheißverwandten wollten mit dem ehemaligen SS-Kameraden nichts zu tun haben. Was machen? Dann habe ich versucht, über die Fremdenlegion ins Ausland zu kommen. Und da hat mir ein Gastwirt abgeraten. Er hat mir das geschildert, wie das bei der Annahmestelle abläuft. Da kommt man hin, wenn sie einen nicht gebrauchen können, kann man wieder gehen. Wenn die Fremdenlegion einen haben will, wird man vereinnahmt, kaserniert und dann unter Bewachung von Negern der Fremdenlegion zum Bahnhof geführt, in 4 Waggons rein,
alle drin sind, abgeschlossen mit dem Vorhangschloss. Dann geht es Richtung Marseille. Der Viehwaggon wird gleich aufs Schiff geladen, was nach Indochina geht. Also man kommt gar nicht mehr raus. Also mein Fluchtplan war ja gewesen, unterwegs abspringen, nach Paris laufen und mich dort melden. Also das war nichts. Wieder zurück. Dann habe ich erstmal die Entnazifizierung beantragt. Die habe ich auch gekriegt, weil der hier Nazifikator mir unter der Verschwiegenheit sagte, er fühlt sich als Totengräber des Deutschen Reiches, sagt aber, Kamerad, bleiben Sie unbesorgt. Ich tue Sie schon entnazifizieren. Es war ein ehemaliger Hauptmann aus Ostpreußen. Ich habe einen Entnazifizierungsbescheid gehabt, vom Gesetz nicht betroffen. 4 Wochen, dann zum Glück habe ich mir eine Fotokopie auf der Polizeistation geholt, von guten Polizisten, den wir kannten. Und 3 Wochen später kriege ich eine Anordnung vom Entnazifizierungsausschuss, ich möchte vorbeikommen. Meine Entnazifizierung wäre ungültig. Jetzt hat der naive Hauptmann Folgendes gemacht. Er hat einen HJ-Bannführer, das war ein Hauptamtlicher, ja, hat er unter Nichtbetroffenen eingestuft. Und da haben sie ihn erwischt. Es ist der Hauptmann 5 Jahre ins Gefängnis gegangen, wegen Betrug. Der HJ-Bahnführer wurde auch eingesperrt. Und sämtliche Nazifizierungen von dem Hauptmann wurden alle für ungültig erklärt. Na, ich kam da hin. Ja, Sie müssen Ihre Nazifizierungsurkunde hier abgeben. Sie kriegen dann Bescheid, Sie werden nochmals entnazifiziert. Wiedersehen. Aber ich hatte eine Kopie noch zu Hause. Jetzt habe ich meiner Mutter in der Zwischenzeit geschrieben und die hatte alles organisiert. Die sagte, also mein Stiefvater hätte an den kolumbianischen Konsul, Gesandten nach Paris einen Brief geschrieben mit $200 in bar und einen Dollarscheck von $200. Und das sollte ich mir mit dem Brief, den sie mir schreibt, dann abholen, mich mit durch den Brief identifizieren. Ja, wie komme ich nach Paris? Ja, wie komme ich nach Paris? Es kam kein Deutscher raus. Die Grenzen waren dicht, war Feierabend. Ja? Und sogar Devisenbesitz war bei Todesstrafe verboten. Jetzt bin ich zu dieser berühmten Contain, Travelport oder so ähnlich hieß die Behörde hin. Und da saß eine schöne deutsche Mama, so ein richtiger Muttertyp. Und der habe ich was. Ich bin in kurzen Hosen hin, also als Schüler. Und dann habe ich zu heulen angefangen vor der. Da ist der ihr Herz schon geschmolzen. Ich weiß, wo ich mein und aus, weil meine Mama, die schreibt mir immer, der Papa ist tot und sie kann das Geschäft nicht mehr weiterführen. Und die hat gleich mit mir mitgeheult, ja. Und ich darf hier nicht raus und was soll ich denn hier? Und keiner kümmert sich um mich. Sagt sie, Jungchen, wo warst du denn? Ich war ja nur beim Arbeitsdienst. Auf alle Fälle, die Mama war spitze, die hat es. In einer Stunde hat er mein Exit-Permit. Exit-Permit war die Genehmigung, Deutschland verlassen zu können. Und das war 1948. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, nach 3 Jahren Kriegsende hatte ich die Nummer 2130. Also 2130 Deutsche haben die Bundesrepublik verlassen. Davon bin ich überzeugt, dass mindestens 80% davon Juden waren. Ja? Ja? Also so strikt waren die Amis, war nichts zu machen. Ach, ich habe das Papier geküsst, oh, Gott sei Dank. Und meiner Mutter sofort geschrieben. Und es ist Folgendes passiert. Meine Mutter hat mir geschrieben, wie uns der kolumbianische Gesandte in Paris mitgeteilt hat, dürfen wir dir keine Devisen schicken, beiliegend ein Frühstück
für den Orient Express, der von Bukarest nach Paris fährt. Und beiliegend ein Gutschein für die Fahrkarte. Die Fahrkarte bekommst du im Zug. Also bin ich in Stuttgart eingestiegen. Und dann habe ich mir erstmal mein Frühstück geholt. Das war wunderbar, wunderschönes Frühstück, ja. Und bin dann nach Paris gefahren. Aber jetzt in Paris. Wo ein Hotel finden. Und zum Glück nehme ich mir ein Taxi und das war ein Weißrusse, der perfekt Deutsch sprach. Oh, Gott sei Dank, das sind meine Engel. Wissen Sie, ich suche ein ganz billiges Hotel und dann fahren Sie mich anschließend KLM, zur holländischen Fluggesellschaft. Das soll eine Passage für mich sein. Sagt er, mache ich. Und dann hat er mich in der Rue Lauriston, werde mein Leben nicht vergessen, so ein, das war so eine halbe Absteige, ja, wo die leichten Mädchen da ihre Flyer hinbrachten. Ja. Also aus Avanzen war da alles vertrieben. Aber das Hotel war ganz nett und ich wohnte da ein paar Tage und dann bin ich weitergefahren zu der KLM. Und da sagten die, ja, für Sie ist eine Passage, Luftpassage über Holland nach Kolumbien reserviert, ist schon bezahlt. Ja, sag, das nützt mir nichts, sage ich. Ich kann kein Spanisch und ich muss noch zum zum kolumbianischen Gesandten. Sag ich, haben Sie denn nicht einen jungen Holländer, der Spanisch und Deutsch spricht? Dann hat er da rumtelefoniert im Haus und endlich hatten sie einen Jungen, der war so alt wie ich, so 18. Und der ist dann mit mir zur spanischen Gesandtschaft gefahren. Jetzt kommen wir beim kolumbianischen Gesandten. Jetzt kommen wir da den Kolumbianer an und dann kommt seine Exzellenz, der Herr Gesandte. Und dann sagen sie, also habe ich zum Holländer gesagt, übersetzen Sie bitte, ich bin Walter Rediger und mein Vater hat einen Brief hinterlassen für mich. Und das Einreisevisum wäre in Bogotá beantragt, das hätte der Herr Gesandte auch schon bekommen. Ja, sagt er, das stimmt alles. Sagt er, sind Sie reiner Deutscher? Sagt der zu mir, der kolumbianische Gesandte. Sag ich, wollen Sie mich beleidigen? Er sagt, das sind Sie so nicht. Ich, ja, ich bin Alemann de pura Rasse. Da kommt er auf mich zugestürzt, umarmt mich, wie es die Südamerikaner machen, klopft mir den Staub aus dem Rücken raus und sagt, Gott sei Dank, sind der erste Deutsche, der kein ist. Ja, sag, das weiß ich nicht, das müssen Sie wissen. Ja, Sie sagen es wenigstens. Also wusste ich, wie der Vogel da in Kolumbien läuft. Und das habe ich auch noch in Erinnerung. Der Botschafter hieß Dr. Londonio. Und ungefähr 20 Jahre später war der Oberbürgermeister von der Hauptstadt von Bogotá. Das habe ich rein zufällig erfahren. Naja, das ging alles bestens. Und dann fuhr ich los. Und meine letzte Gefangenschaft war ja in Regensburg gewesen. Da war ich ja auch getürmt. Ja. Und den amerikanischen Kommandeur von DFC 22 ist das Lager Regensburg, den habe ich in Curaçao, das war die letzte Insel, bevor ich nach Kolumbien weiterfloh, habe ich den eine Ansichtskarte von Curaçao geschickt und habe geschrieben, sehr geehrter Herr Kommandant vom DFC 22, es ist mir ein Hochgenuss, Ihnen mitteilen zu können, dass es mir unterstrichen gelungen ist, das KZ-Deutschland zu verlassen. Und jetzt werden Sie es nicht glauben, leider habe ich meine Frau nicht dabei, die könnte das bestätigen. Ich habe dann in Kolumbien zig Jahre später ein Lebensmittelgeschäft von einer Amerikanerin gekauft, die schwer krebskrank war und musste den Laden aufgeben.
Und da ja meine Frau 2 Jahre lang Kinderschwester in Dallas, Texas war, konnte sie perfekt Englisch. Und da habe ich gesagt, wir machen den Laden, du kannst Englisch, ich kann Deutsch. Also haben wir beide deutsche und amerikanische Kundschaft können wir bedienen. Und der Laden lief gut. Und ungefähr 5 Jahre später taucht eines Tages ein Herr auf, spricht mich auf Amerikanisch an, ich antworte ihn und dann muss er irgendwie gemerkt haben oder wusste es von anderen, dass ich Deutscher bin, auf einmal sprach er perfekt Deutsch. Ich sage, woher kennen Sie denn so gut Deutsch? Tja, sagt er, ich war als Offizier in Deutschland. Ah, wo denn da? Ja, überall, sagt er. Auch in Bayern? Ja, kenne ich sehr gut. Waren Sie auch in Regensburg? Jawohl. Aha, sage ich. Dann sind Sie der Kommandeur von DFC 22. Sagt er, woher wissen Sie diese Nummer? So, ich war Gefangener bei Ihnen im DFC 22. Sie war mein Gefangener? Ja, sage ich. Ich habe Ihnen doch eine Abschiedskarte geschickt. Schaut er ganz blöd. Welche Abschiedskarte? Wo ich ihm mitgeteilt habe, dass es mir gelungen ist, das KZ Deutschland zu verlassen. Ach, Sie waren der. Wissen Sie, Ihre Kameraden mussten das büßen. So, das war mir scheißegal, ich war draußen. wollte mir weismachen, er hätte alle Arbeitskommandos verboten. Weil sie nicht wussten, wie ich verschwunden bin. Ja. Aber das glaube ich ihm nicht. Oder? Aber diese Ironie des Schicksals, ja, 15.000 Kilometer entfernt, treffe ich den Deppen wieder. Ja. Das ist, es gibt Dinge, die glaubt man nicht. Ja. Das noch nebenbei. Tja, so geht es einem manchmal. Können Sie vielleicht mal die ganzen Ausbrüche, Sie sind ja wie viel Mal ausgebrochen? Was? Wie viel Mal sind Sie aus Gefangenenlager ausgebrochen? Also ich kam... Das sind mal alle... Also so kam ich aus dem DFC 22 raus, aus der Gefangenschaft. Und Jahrzehnte später wird der gleiche Kommandeur mein Kunde in Kolumbien, wo ich ein Feinkostgeschäft hatte. Also das gibt es nicht. 8000 Kilometer entfernt und der Knilch taucht bei mir im Laden auf, wird ein sehr guter Kunde. Ja. Und nach einer gewissen Zeit habe ich doch den Mut gefasst und habe es ihm gesagt. Der konnte es auch nicht glauben. Er sagte, aber ich habe ja gewusst, DFC 22 ist das Lager und er hat zu mir gesagt, er ist in Regensburg gewesen. Dann habe ich zu ihm gesagt, Sie standen am Tor und haben gerufen, seid ihr Brotbeutel oder SS? Und da wusste er, dass ich die Wahrheit sprach. Da konnte er sich also daran erinnern. Aber das ist unfassbar. Da war der Kerl immer noch beim amerikanischen Geheimdienst tätig. Denn die letzte Rechnung, die er bei mir hatte, die hat er mir nicht bezahlt. Das sollte wohl die Rache sein für meine Flucht. Und dann habe ich rausgekriegt, dass er bei einer Mrs. Sayers, das war eine Französin, und die war Rote Kreuzbeauftragte von Frankreich, und die war eine französische Spionin. Und da hat er gewohnt. Und das Dienstmädchen von der Mrs. Sayers, sie war auch eine nette Kundin von mir, aber die war gebig in der, die hatte mir ihr Dienstmädchen geschickt. Und die habe ich dann gefragt, die habe ich dann gesagt, kommt denn der Mr. Spay mal wieder zu Ihnen? Ja, der hat noch Stühle da, der sammelt doch Antiquitäten und da muss noch 2, 3 Stühle da reparieren, da kommt bestimmt vorbei. Dann habe ich der 20 Peso geschenkt, sage ich, das ist ein guter Freund von mir, aber das ist eine Überraschung. Wenn der wieder da ist, rufst du mich an, dann komme ich vorbei. Ein paar Monate später klingelt es, war das Dienstmädchen. Der Mr. Space da, ja, sag nichts. Dann bin ich hin und da hockte der im Wohnzimmer und war da am Schmirgeln da von seinem antiken Stuhl da. Ich sage, hallo Mr. Space, how are you? Da hat er gesagt, oh, Mr. Rediger. Naja, uns unterhalten, aber jo, wie geht's? Ja, ich komme gerade von Chile zurück. Also wusste ich, der war immer noch beim Geheimdienst tätig. Der hat damals bei dem Putsch mitgemacht
von dem Pinochet in Chile, ja, von, wo der Pinochet die Militärdiktatur errichtet hat, da waren die Amerikaner daran interessiert. Und unter anderem dann sage ich, ach, sag ich, das fällt mir ganz ein, Sie haben das letzte Mal Ihre Bill vergessen, also Rechnung. Ja, da hat er mir sofort einen Scheck ausgestellt und dann haben wir uns verabschiedet. Dann hat er sofort zu mir gesagt, also Mr. Rediger, beim nächsten Mal hoffe ich, dass Sie auf der richtigen Seite kämpfen. Dann habe ich gesagt, Mr. Spade, es kommt ganz drauf an, auf welcher Seite Sie kämpfen. Bin zur National City Bank gefahren, weil ich den Gauner nicht traute und habe gleich den Scheck eingelöst. Und ich wusste von meiner Konkurrenz, das waren zwei Spanier, die wohnten, die hatten das Geschäft innen in der City, den schuldete er auch Geld. Dann habe ich am nächsten Tag, da war der Spee schon wieder weg, gefragt, ob sie ihre Schulden bezahlt bekommen. Nee, so, der war doch hier, das gibt's nicht. Ja, dann, so, meine Schulden hat er bezahlt. Und da waren die stocksauer. Dann haben die sich erkundigt, der war weder beim amerikanischen Konsulat gemeldet noch sonst wo. Dann hat er gesagt, mir hat er gesagt, er ist Manager von Pepsi Cola. Dann haben sie in New York angerufen, dann der Zentrale von Pepsi Cola, die haben das so abgestritten, die kennen den nicht. Also war der immer noch für den Geheimdienst tätig. Denn jeder amerikanische Staatsbürger muss sich sofort im Ausland bei seinem Konsulat melden, wenn was ist. Ja, mir konnte es egal sein, ich hatte mein Geld, das war die Hauptsache. Ja. Das war der Mr. Spey, der Leiter des Gefangenenlagers in Regensburg. Tja, was wolltest du noch hören? Was hast du gesagt? Den zwei Bomben, die du abgeschossen hast. Ja, ich habe keine abgeschossen, ja, das ist ein Fehlding. Und die Auszeichnung nochmal erläutern. Naja, das EK2 hab ich oder auch meine Kameraden bekommen für den Sprung auf Tito Hauptquartier. Also das hat jeder bekommen, der beim Sprung beteiligt war. Und das allgemeine Sturmamtzeichen hat auch jeder bekommen. Für den Tito-Einsatz. Und Verwundetenabzeichen habe ich bekommen, weil ich in Litauen verwundet war, also vermutlich durch eine T-34-Granate, denn es war, die Infanterie war noch zu weit weg, aber die T-34, die Panzer, die schossen schon, ja. Und die war insofern nicht so schlimm. Also jede Granate hat ja, wenn sie explodiert, ist durch die Explosion die Kraft am stärksten, so. Aber dann kommt irgendwie, wenn die in der Luft explodiert, kommt dann der abfallende Winkel. Dann, je länger sie fällt, umso weniger ist die Kraft, dass der Splitter einschlägt. Und die T-34-Granate, die mich am Knie erwischt hatte, die war also schon ziemlich mit einem abfallenden Ast, denn sonst wäre das Bein weg gewesen. Und zwar war das genau neben dem Knie, hat saumäßig geblutet, die Wunde war relativ groß und natürlich gleich verdreckt. Und dadurch ist das Knie auch angeschwollen und bis ich im Lazarett war das so, was der Teufel. Da sprachen die Idioten da, die Ärzte schon von Amputieren, habe ich gesagt, kommt nicht in Frage. Und ich hatte ja noch meine Pistole, ich hätte jeden Arzt erschossen, der mir das Bein hätte amputiert. Also da kommt hier bin ich verrückt. Und dann haben sie mich mit Penicillin oder weiß der Teufel was behandelt, auf alle Fälle, die Entzündung ging zurück. Und dann hat der Chefarzt gesagt, Blödsinn, da amputieren kommt nicht in Frage. Sagt er, Sauberkeit, die Wunde muss sauber gehalten werden. Und nach 3-4 Wochen war die Wunde zu. Nicht mehr geeitert und nichts. Und vorher wollten die Idioten mich amputieren. Ja, da war ich verwundert. Dann kam ich zurück zu meiner Einheit. Und dann kamen die ganzen Einsätze bis zum vorletzten Brückenkopf Schwede an der Oder. Da war ich auch noch dabei.
Und da bekam ich dann die Nahkampfspange erste Stufe, das heißt die Brose für 15 Tage Nahkampf. Verwunden auf Zeichen gibt es im Lazarett. Ja, und sonst hatte ich nichts. Der EK1 noch eingereicht? Es war eingereicht, aber 45. Wer verleiht dann noch ein EK? Mein Zuführer sagt, Rediger, ich würde ja gern mein EK1 geben, aber ich habe kein zweites. Also meines möchte ich doch behalten, sage ich, Untersturmführer. Können Sie behalten, was soll's, naja. Und dann kam noch der Abschuss, das war reiner Zufall. Das war dann das Ende meiner militärischen Laufbahn. Also ich muss noch eins sagen, Krieg ist grausam. Ich möchte auch keinen Krieg mehr erleben und ich wünsche jedem, der hier anwesend ist, dass er keinen Krieg erlebt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es sterben nicht alle an Tapferkeit. Also ich persönlich bin überzeugt, dass 20% der Kriegstoten aus Dummheit passiert. Das fängt beim Zigarettenrauchen nachts an. Keiner von den jungen Kerlen, und das konnte man den 10-mal erzählen, der hat das geglaubt, dass eine, wenn sie an der Zigarette ziehen, dass man das 5 Kilometer weit sieht. Das glauben die nicht. Ja? Dann die Faulheit. Man marschiert vor, es geht in Schützenkette zum Feind, der haut ab und dann heißt das eingraben. Beim dritten Mal eingraben, wo es nichts nützt, sagen alle, der kann mich doch am Arsch lecken, der kann 100-mal sagen, eingraben. Die graben sich nicht mehr ein. Und mancher beim Hinwerfen hat die Hacken so oben gestellt, ja, statt so richtig nach unten, der kriegt einen Hackenschuss. Das ist vielleicht ein schönes Zeugnis, wenn sie ins Lazarett eingeliefert werden, haben einen Hackenschuss. Da sagt jeder, der Schweinehund ist davongelaufen, dann haben sie ihn in die Fersen geschossen. Also es gibt so gewisse Dinge beim Militär, also ich möchte sagen, ich habe einen Kameraden gehabt, ein lieber netter Kerl. Wir liegen in Bereitschaft, wir hatten noch keine Feindberührung, nicht bei den Partisanen. Ich gehe bei ihm vorbei und zu mir haben sie im Nachrichtenzug, ich heiße zwar mit Vornamen Walter, aber zu mir haben sie alle Sepp gesagt, weil ich war der einzige Bayer. Und ein Bayer, der heißt halt nur Sepp. Das ist mal so, ja, bei den Preisen, ja. Der Sepp, das ist der Bayer. Und er sagt, der Sepp, komm mal her, schau mir, was ich da habe. Da hatte der so ein rostiges Stück, das war hier rund und hier rund. Und also abgeflacht und na sag, was willst du mit dem scheiß verrosteten Ding, schmeiß es weg und geh weiter. Und ich war ungefähr so 200 Meter weg, macht Zwumm. War das ein Sprengstoff gewesen? Was weiß ich nicht. Der war weg, der war nicht mehr da, da war so viel Dynamit drin oder TNT, weiß der Teufel was, der war weg. Das ist Unglück. Ja? Und darum, wie gesagt, also lieber kein Krieg, lieber sich erzählen lassen, das ist ungefährlicher. Und glaubt nicht den Typen, die da groß von Heldentaten erzählen. Es gibt im Krieg selten Heldentaten. Und die paar, die es gegeben hat, die haben ihr Ritterkreuz gekriegt, dürfen es auch voller Stolz tragen, ja. Weil im Krieg wehrt sich jeder gegen jeden. Wenn ich nicht schieße, schießt der andere. Wenn der mich trifft, bin ich tot. Wenn ich schneller bin, ist er tot. So einfach ist die Regel im Krieg, ja. Und alles andere sind Kokolores. Und jeder versucht zu überleben. Ja. Das war's.
Nächsten Tag ging es wieder los. Verladen. Und mein Zuführer geht Fliegerwache. Und mein Schütze 2 mit. Wir haben unseren Astros MG, das große Visier dann drauf für Flieger. Und, ja, es dauert immer eine lange, ordentlich alles wieder da. Das erste Mal konnten wir bloß noch weggucken, sonst hätte es uns mit erwischt, wie es mehrere dort schon ins Gras gebissen haben, nicht bloß von unserer Kompanie, auch von den anderen Kompanien. Und wo der wieder die Runde drehte und kam, dann haben wir auch hineingehalten mit dem MG. Aber den hat es nicht getan. Du sagst bloß, es war ja so, jeder 8. bis 10. Schuss war Leuchtspur. Und du sagst, wo du hinschießt, genau. Und wie das abspritzt ist. Den hat es nicht getan. Aber der ist nie wieder gekommen. Ich sage, ich wollte es gar nicht schreiben, weil die das gar nicht glauben, dass ich, der kleine Kerl hier, mit Adolf zusammengekommen war. Ne? Ach, das stimmt alles, Mensch. Der ist reingefahren in Adolf, weißt du, was da los war? Da hieß es, da drinnen bleibt sie schon um. War raustreten, du musst die Woche raustreten. Und die Reichskanzlei vorne auf den Ehrenhof, die standen die und da wurde eine richtige Meldung gemacht. Weißt du, wenn einer hier den Knopf nicht oder was nicht gestimmt hätte, da wäre was passiert. Ne? Hat alles geklappt und dann sagt der Herbert, das wisst ihr, was los war. Als der Führer drinnen war, da mussten wir alle das Auto putzen. Das Späte, wie die Wiesen, dann die Spiegel hier und Standort vorne hier und alles so, da haben sie ganz schön geputzt und sau, wie die Verrückten, so, haben die beide abgebrochen. Da erlebte ich noch, wie unser Kerstenstein, das war unser technischer Führer für die Kraftfahrzeuge verantwortlich, der hat sich selbst erschossen. Die haben also von Einsatz keine Ahnung gehabt, der hat so wenig Nerven gehabt, dass er sich erschossen hat. Ne? Wir haben wir uns alle vorgenommen, wir gehen nicht in Gefangenschaft. Ja, und dann sind wir also auf den Panzer zumarschiert, das war ein Tiger, der LAH. Und der Kommandant stand im Turm und hat uns zugerechnet. Und da fragten wir, sind wir durch? Sagte, ihr seid durch. Und dann sind wir uns natürlich in die Hände gefallen, in die Arme gefallen, wir zwei. Ich habe meine Maschinenpistole mal leergeschossen. In meiner 08, die ich an der Seite hatte, hatte ich eine Dreischussmunition und eine Eierhandgranate in der Tasche. So bin ich dann, so sind wir dann rausgekommen. Das war also Tscherkassy. Also marschierten wir los, jetzt kamen uns auf einmal österreichische Freiheitskämpfer, die waren auf einmal, waren die alles wieder Österreicher, vorher waren es Ostmärker, ja, kamen die uns entgegen. Und da sagte ich, Kamerad, und die hatten alle die ehemaligen HJ-Armbinden, ja, hatten sie so gedreht, dass man hier nur rot-weiß-rot sah, ja, also als sollte österreichische Freiheitskämpfer wollten sie damit markieren. Und ich habe sofort geschaut, ich sage, Toni, du hältst Maul, du bist der Preis. Der hat hier nichts zu melden, ich bin nicht dabei, also mich verstehen die. Und dann bin ich hin, so, na Kamerad, wie geht's? Könnt ihr uns nicht helfen, wieso? So, ich bin vom antifaschistischen Freiheitskorps aus München und ich brauche einen PKW mit genügend Sprit, damit ich die Nazis in München zur Sau machen kann. Was? Das machst du wirklich? Also, glaubst du mir nicht? Die Sau, schwarze, braune Best muss weg. Und er hat mir einen Lastwagen gegeben mit 2 Fässer Diesel. Und mit Heil Österreich habe ich mich verabschiedet. Wieder in Kämpfe verwickelt, mal vor und dann wieder zurück, vor und wieder zurück.
Diese Kämpfe zogen sich bis April 1944 hin. Ich erhielt hier bei den Einsätzen das Infanteriesturmabzeichen in Bronze und gleichzeitig das EK2. Das EK2 und das Infanteriesturmabzeichen in Bronze erhielt ich dadurch, wir hatten eine Vorderhangstellung, ich mit dem MG42 auch, mein Schütze 2, der Toni, war auch mit im Loch. Wir haben nicht bemerkt, wie unsere Kameraden sich plötzlich noch rückwärts absetzten. Wir waren ganz allein noch dort vorn. Und plötzlich sagte ich zu Toni, guck mal, was unten los ist, was der Ivan macht. Vorderhangstellung, Ivan unten. Und mein Toni guckte raus und sagte, du, Ivan stellt sich bereit mit circa einer Kompanie. Ich sage, los Toni, Buckel runter, MG auf den Buckel drauf, der zwei Beine vorne. Und dort die ganzen Gurte rausgerutscht. Und dann haben wir uns zurückgesetzt, den Berg runter. Jetzt kamen unsere Kameraden von hinten wieder vor und besetzten oben die Höhenstellung und Ivan kam nicht durch. Wir hatten dort mit unserem Einsatz in die ganze Kompanie zurückgetrieben und mitgeholfen, dass Ivan nicht durchkam.